Einen wunderschönen guten Morgen, Karums, genau. 23.02., unsere 143. Sitzung. Wir hatten noch gerade zwei Dinge vor Antritt in die Tagesordnung. Ich stelle kurz die Beschlussfähigkeit mal fest. Bei der Anzahl der Anwesenden sind wir beschlussfähig. Kommen wir zu Teil 1, dem öffentlichen Teil. Da geht es im ersten Schritt um die Genehmigung des Protokolls der vergangenen Woche. Gibt es dazu Rückfragen? Das ist nicht der Fall. Wer möchte das Protokoll der vergangenen Woche ablehnen oder sich enthalten? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, damit ist das einstimmig angenommen worden. Kommen wir dann zu Top 1. Noch einmal für mich der Feststellung der Beschlussfähigkeit, die ist gegeben. Dann haben wir zwei nicht öffentliche Teile anhand der Vorlagen. Es geht einmal um den Bereich Personal, einmal um den Bereich Taktisches, einmal Hartmut, einmal Simone. Jetzt gibt es eine Wortmeldung von Nico, bitte. Im nicht öffentlichen Teil haben wir noch mal eine kleine Anmerkung von Nico und Dietmar. Grob einen Hinweis, in welche Richtung? Betriebliches, innerbetriebliches. Was ist denn richtig bei dir? Wir können jetzt noch im Rahmen von Personal. Umbesetzungen. Ach nö. So, egal. Sieht mal, wie lange? So. 5 Minuten. Also wären es, puh. Okay, dann müssen wir uns sportlich dran halten, dann kommen wir insgesamt auf 40 Minuten. Nein, gesamt 5 Minuten. Das habe ich schon verstanden, Dietmar. Okay, also kämen wir auf 40 Minuten. Spricht sich da jemand gegen aus? Okay, nicht wunderbar. Also wenn wir das so durchziehen, das kriegen wir auch hin. Bericht der Pressestelle. Jens, bitte. Ja, guten Morgen. Geht ganz schnell. Plenarsitzung steht an. Bereite ich entsprechend vor. Am Mittwoch haben wir eine Anmeldung zum Thema Braunkohle, Leitentscheidung der Landesregierung, dass wir da eventuell was machen bei dem Thema und auch am Mittwoch zum Thema IT-Sicherheit in Krankenhäusern, weil das im Ausschuss AGS Thema ist, ist aber alles in Vorbereitung und läuft. Ja, Landtag intern liegt wieder auf dem Tisch, Schlag auf Schlag ging an Dirk Schatz, Thema unabhängige Polizeibeschwerdestelle wird dort Thema sein und genau, die Aktionswoche BGE steht noch an, die Vorbereitung, was die Kommunikation angeht, das wäre es von meiner Seite aus. Vielen Dank, Jens. Gibt es dazu Erweiterungen von eurer Seite im Rahmen der Ausschüsse diese Woche? Moni, war das gerade eine... Oder habe ich jetzt nur aus dem Augenwinkel? Entschuldigung. Okay, dann vielen Dank, Jens. Muss mal ganz kurz schauen. Dann hätten wir den Bericht unseres Fraktionsgeschäftsführers beziehungsweise aus unserer Vorstandssitzung gestern erweiternd. Das Protokoll ist verlinkt. Hartmut bitte, Top 3. Ja. Es gibt einen weiteren Praktikanten im Hause, es ist der Tim Brömmling, der hat gestern angefangen hier. Er studiert Politik und Wirtschaft in Münster und sitzt jetzt erstmal beim Sebastian und wird nach 2 Wochen dann beim Stefan sitzen. Wir sind im Augenblick dabei, die Bewerbergespräche vorzubereiten für Innen-, Netz- und Medienpolitik. Auch für PUR und die PUR-Assistenz sind reichlich Bewerbungen eingegangen. Auch da bereiten wir im Augenblick die Bewerbungsgespräche vor. Und ansonsten geht es im Augenblick darum, das Budget für 2016 vorzubereiten. Das muss ja bis zum 15. der Fraktion vorliegen. Dann wollte ich noch sagen,
dass die lokale Berichterstattung bei dem Car-Office ganz gut funktioniert. Wir erscheinen in den lokalen Zeitungen recht ordentlich. Und in der letzten Woche war ja Olaf und Toso beim Car-Office. Morgen wird Simone in Duisburg sein. Dannebot und Joachim haben auch schon Zusagen gegeben für Termine, auch die Moni schon. Also die Termine stehen ja im Kalender, im Zimbra-Kalender drin oder auf dem Laufwerk R. Also wer sich da noch eintragen möchte, wer schön, damit wir praktisch auch rechtzeitig planen können. Wir werden das immer mit einer Pressemitteilung versehen. Jeden Car-Office-Termin haben wir bisher gemacht, läuft also eigentlich relativ gut. Das ist es. Vielen Dank, Hartmut. Ich gucke noch mal gerade selber drüber. Aufgrund des Bundesparteitags haben wir ja am Freitag keinen Antragsmammel abgehalten. Es gab noch vereinzelt Nachbearbeitungsbedarf, auch bei einzelnen Anträgen, die wir ja dann gleich im Einzelnen durchgehen. Von meiner Seite aus, gestern hatten wir ja auch Betriebsversammlungen aller Angestellten und seitens des Betriebsrats. Da werde ich auch noch mal ein Nachgespräch gerne führen wollen mit dem Betriebsrat. Jetzt gucke ich, was es da sonst noch so gab. Dinge, die wir nachher auch noch besprechen wollen. Gibt es noch Fragen? Ah, Creon. Ja, es gibt eine Kritik. Ich hoffe, dass sie konstruktiv ist. Offiziell habe ich heute, also eben von dir gerade erfahren, dass gestern eine Betriebsversammlung gab. Es steht im Vorstandsprotokoll auch drin, nochmal Erinnerung der MDL, sich an KAX teilzunehmen. Gestern fielen die aus, ohne dass irgendeine Meldung dazu gab und ohne dass die MDL zumindest Bescheid wussten, dass die KAX ausfallen. Und die MDL wussten auch nicht Bescheid, offiziell zumindest nicht natürlich, meine Mitarbeiter haben es mir gesagt, aber trotzdem darf offiziell ich auch gerne Bescheid, dass es eine Betriebsversammlung gibt. Und gerade da der Antragsmammel ausfiel am letzten Freitag und die KAX jetzt, war das für die Anträge echt scheiße. Und damit bin ich unzufrieden, dass die KAX ausfallen sollte, das nächste Mal vorher feststehen. Das gilt allgemein, dass es schön wäre, wenn das sozusagen planbar wäre. Vielen Dank, Creon. Es ist nicht ganz korrekt. Also ich war genau aus diesem Grund gestern ganz bewusst auch zu Beginn der regulären Zeiten ab 12 Uhr bis gestern Abend 18 Uhr hier im Saal, wo ja regulär die KAX tagen. Also der Kernarbeitskreis Transparenz hat regulär getagt. Und wir haben halt auch da Dinge besprochen und bearbeitet, zum Beispiel mit dem Blick auf das nicht ganz für außen so sexy Thema E-Government-Gesetz, wo wir halt trotzdem der Meinung sind, dass es eine Menge Kernthemen und Punkte gibt, die wir da mit behandeln können. Das E-Government-Gesetz selber befindet sich ja, aber jetzt erzähle ich zu viel aus den Kacks. Grundsätzlich muss ich dir aber recht geben, ich hätte mir da gewünscht, in der Art und Weise, wie wir das ja halt so auch beschlossen hatten, wenn da entsprechend die Organisatoren der KAX dies vielleicht dann auch angekündigt hätten. Und ich nehme das auf jeden Fall mit, wie gesagt, ich möchte ja selber auch nochmal mit dem Betriebsrat darüber reden. Hartmut, bitte noch. Ja, nur ergänzend. Ich denke, wir haben ja noch Gelegenheit, unter dem im nicht öffentlichen Teil darüber zu sprechen. Da haben wir ja auch einen Tagesordnungspunkt vorgesehen. Wir selber waren gestern auch verwundert. Wir haben also gestern auch die Referentenrunde von 16 Uhr auf 17 Uhr verschieben müssen, weil auch um 16 Uhr der Betriebsrat, die Betriebsversammlung noch lief. Das ist also ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang. Aber ich denke, da sollten wir vielleicht noch die Gelegenheit im nicht öffentlichen Teil nutzen, um das zu erörtern. Sagen, ich brauche ein paar Sekunden. So. Okay, Daniel? Vielen Dank. Sorry erstmal für meine Verspätung. Betriebsrat machen wir später nochmal. Ich wollte Thema Car-Office einfach nochmal aufgreifen und mich in erster Linie erstmal bedanken. Ganz richtig. Denen, die sich um das Car-Office letzten Endes kümmern.
und die vor allem auch so die, ich hatte ja so ein paar Kritikpunkte, die vom Ablauf her vielleicht noch nicht ganz optimal waren. Ich hatte da jetzt den Eindruck, dass die aufgegriffen wurden und dass die im Großen und Ganzen halt auch schon beseitigt sind. An der Stelle halt ein Danke. Aber auch nicht vergessen, weil das kam mir jetzt gerade auch nochmal zu kurz, ich finde sehr gut, wie sich die lokalen Piraten dann halt auch eben darin, ich sag mal, einbringen und letzten Endes auch mit ja dafür sorgen, dass die Dinge dann auch in der Presse erscheinen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt an Münster denke, wo ich dann halt eben den direkten Einblick habe, durch ein bisschen hin und her telefonieren, haben wir es dann auch nochmal geschafft, dass die Presse einen Fotografen hingeschickt hat und am nächsten Tag das Ganze dann halt eben, ja, dann auch nochmal, wenn auch nur in einem kleinen Artikel, aber dann halt auch nochmal in der Zeitung stand. Also insofern, wenn wir das so weitermachen, zusammen, wir als Fraktion mit den lokalen Piraten, ist das eine richtig coole Sache. Weiter so. Danke. Okay, danke Daniel. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Mir fehlt tatsächlich... Gibt es noch weitere Anmerkungen zur gestrigen Vorstandssitzung? Nicht. Gut, dann bedanke ich mich bei euch. Jetzt haben wir 10.22 Uhr. Ab 10.30 Uhr heißt es, glaube ich, ist das Car-Office dann soweit. Simone? Vorschlag wäre eben, wie schon unbedingt reingeworfen, dass wir jetzt die Vorbereitung der Plenarsitzung vorziehen, zumal da ja auch Tagesordnungspunkte drin sind, die beiden Anträge zur Landeszentrale und zum Asylpaket 2, die ja die Thematik auch betreffen, sodass man praktisch übergangslos von der Vorbereitung der Plenarsitzung in die Thematik Flüchtlinge und Integrationspolitik einsteigen könnte. Dann würde ich, ja, ist nicht schlecht, wenn niemand was dagegen hat, würde ich dann aber ganz bewusst vielleicht Top 5 Bericht des Vorstandsreferats aus den Kernarbeitskreisen vorziehen, weil dann könnte ich da dann nochmal auch auf die Punkte von gestern eingehen. Ja. Sollen wir das so rummachen? Genau, genau. Okay, dadurch, dass gestern ja auch nur einer tagte, Hilmar, Tom, könnt ihr kurz was zu den Kernarbeitskreisen beziehungsweise der Referentenrunde von gestern mit dazu beitragen? Ja, gerne. Also, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass jetzt der Bericht aus den Kernarbeitskreisen passiert. Darum vielleicht vorab was Grundsätzliches. Die funktionieren gut insgesamt, die Kernarbeitskreise. Gerade der Link oder der Weg, Besprechung im Kernarbeitskreis und dann auch inhaltlich, auch taktisch, strategisch, was dann da in Sachen Antrag, Plenarantrag draus wird. Da gibt es jetzt auch gleich ein paar Beispiele. Das funktioniert ganz gut. Es wird abgewogen. Es gibt auch Entscheidungen, Beschlüsse sozusagen im Rahmen der Kernarbeitskreise. Und die Arbeit ist zielgerichtet und macht so Sinn. Also die machen erstmal Sinn. Der eine Kernarbeitskreis, der zweite ist es, Transparenz, da ist die Beteiligung ein bisschen dünn insgesamt. Der ist natürlich auch vom Thema her, das haben wir auch vorher schon gewusst, nicht so ganz klar der Auftrag. Oder da wurde zwar drüber geredet, aber das ist auch vom Thema her ein bisschen weniger besetzt daher. Und da wird jetzt geguckt, wir sind jetzt noch in der Phase, wo wir gucken, wie da die Beteiligungszahlen sind, wird halt geguckt, ob man ihn eventuell mit irgendwas zusammenlegt. Das wäre dann der dritte Kernarbeitskreis Demokratie und Menschenrechte. Da gibt es noch keine Entscheidung, das ist jetzt erstmal grundsätzlich. Dann nur zum Hinweis den Termin zu der Betriebsversammlung gestern und den Termin der Kernarbeitskreise. Ich selber bin ja auch mit Nixos zusammen für den Kernarbeitskreis 1 zuständig. Das war natürlich mit der Absage jetzt auch nicht so ganz einfach, weil wir selber nicht wussten, wann
dann das vorbei ist. Also wir können jetzt ja nicht irgendwie absagen und ja, da passiert auf jeden Fall nichts. Dann sind wir aber zeitlich, haben wir dann aber die Möglichkeit, den durchzuführen. Darum war das jetzt nicht so einfach, da vorher zu sagen, der findet auf jeden Fall nicht statt. Weil ich finde die wichtig und dann sollten die, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass sie stattfinden, sollten sie auch stattfinden. Das war jetzt, also ich finde den Termin auch unglücklich, aber das kann mein Kollege sicherlich nochmal erläutern, der Betriebsversammlung. Kernarbeitskreis 1 gab es gestern, wie gesagt, keine Sitzung. Jedenfalls war ich oder waren wir alle zeitgleich in der Betriebsversammlung. Was vorher besprochen wurde, eine Woche vorher, am 15. war das dann, war zum Beispiel der Krankenhausantrag und der dann auch als aktuelles Thema gespielt wurde und jetzt eben auch als Plenarantrag vorliegt. Da wurde dort diskutiert, dann wurde auch nochmal im Kernarbeitskreis 4 digitale Revolution dazu diskutiert. Also das macht schon Sinn, da wurde das Thema eingebracht von den entsprechenden Leuten und dann kam es auch zu einem Ergebnis. Zudem wurde auch das Thema BGE maßgeblich, auch mit unter Beteiligung von Moni besonders, im Kernarbeitskreis 1 besprochen, auch schon vor mehreren Wochen und jetzt liegt da auch ein Ergebnis vor. Also da kommen wir quasi von den Sitzungen hin zu einem vernünftigen Ergebnis. Kernarbeitskreis 2 ist Transparenz. Da besteht das Problem, ich habe da eben nochmal nachgeguckt, dass wir durch die Umbesetzung und die Leitung, die einer Person oblag, die hier nicht mehr arbeitet, dass wir die Protokolle jedenfalls der letzten 2-3 Wochen nicht vorliegen. Das ist ungünstig, aber das wird gelöst. Und wir sind da ja auch in der Debatte, wer das jetzt übernimmt, weil die Stellvertretung natürlich auch sagt, sie hat eine Stellvertretung übernommen und nicht eine wie auch immer geartete Dauervorsitz. Zu Kernarbeitskreis 3, bist du? So, das Protokoll. Ja, ich will noch zusätzlich ergänzen, dass wir uns ja in den Kernarbeitskreisen, als sie gegründet worden sind, 3 Säulen vorgestellt haben, die hier zwar, glaube ich, hoffe ich, allen bekannt sind, aber ich trotzdem sie noch mal nenne, nämlich das parlamentarische Initiativen, außerparlamentarische Aktivitäten und kampagnenfähige Themen in den Kernarbeitskreisen angeregt, diskutiert und dann auch in Arbeitsaufträge an Teams rausgehen sollen. Die funktionieren ganz gut. Was nicht funktioniert, ist die Beteiligung der Abgeordneten. Die ist, sage ich jetzt mal, völlig frech, hundsmiserabel. Ihr habt uns den Auftrag und euch selbst den Auftrag gegeben, also Kernarbeitskreise zu etablieren durch Fraktionsbeschluss und ja, ist ein Gremium der Fraktion. Punkt. Mehr sage ich da nicht zu, kann jeder selber rausnehmen, was er möchte. Was nichtsdestotrotz heißt, dass wir natürlich die Anwesenden Abgeordneten dort sich aktiv einbringen und das trotzdem funktioniert. Das ist ja hier so ein etabliertes Verfahren, das vorher in einigen Arbeitskreisen, die noch Arbeitskreise hießen, auch funktioniert hat. Im Arbeitskreis Demokratie und Menschenrechte ist natürlich eins der Hauptthemen auch immer wieder das allgegenwärtige Flüchtlingsthema. Wir haben aber im Rückblick auf die Aktivitäten dort auch schon über Müllgebühren geredet, über die Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben über menschenwürdiges Wohnen diskutiert, wir haben über kulturelle Fragen, also was ist mit kultureller Bildung und so weiter diskutiert. Da sind immer wieder interessante Themenimpulse, die wo ich nur appellieren kann, kommt vorbei und diskutiert mit, weil dort wird auch, Fraktionsmeinung generiert.
Der Kernarbeitskreis hat, soweit ich weiß, gestern auch nicht getagt, aufgrund der ellenlangen Betriebsversammlung. Im Kernarbeitskreis hat in der letzten Woche, im Kernarbeitskreis Transparenz hat, war Mehr Demokratie e.V. da und die Diskussion, weiterführende Diskussion oder kurze Diskussion, wurde dann auch in dem Kernarbeitskreis Demokratie Menschenrechte weitergeführt. Es wurde über die über unseren Entschließungsantrag, den wir, der nicht vom Präsidium angenommen worden ist, nochmal debattiert, ob man den nochmal stellt. Da gab es eine, ja, wie ich finde, abschließende Diskussion darüber, dass der nochmal Sinn machen könnte. Und wie gesagt, der Demokratie und Menschenrechte ist relativ breit vom Themenspektrum, weil natürlich der Bereich Demokratie und direkte Demokratie oder Bürgerbeteiligung und Menschenrechte ja auch von der Betitelung sehr global gedacht ist. Das macht aber nichts, weil wir immer versuchen, am Anfang so, ich sag mal, 20 Minuten ein Thema zu spielen, was man dementsprechend dann auch vorbereitet anhand eines Papers oder eines Kurzinputs dann auch diskutieren kann mit der nötigen Disziplin, die man in einer Stunde haben sollte und die dort auch eingehalten wird. An dieser Stelle übergebe ich mich. Ja, nur abschließend zum Kernarbeitskreis 4, Digitales, um das nochmal auch, dass wir, also das nochmal darzustellen, dass wir auch parlamentarische Vorgänge mit bearbeiten, wurde sich über die Games-Anhörung, der jetzt ja auch diese Woche Mittwoch ist, soweit ich informiert bin, Donnerstag, wurde gesprochen über die Anhörung zur Digitalisierung von Museumsgütern, auch dem Krankenhausantrag. Also da werden auch Sachen, die dann in der nächsten Woche oder absehbarer Zeit in Form von Anhörungen, Sachverständigengesprächen etc., was man bearbeiten kann, wird dort auch gesprochen oder besprochen. Muss nicht immer die Antragsform sein. Und da funktioniert die Rückkopplung auch ganz gut. Dann wird das in der Regel, also der zeitliche Ablauf ist natürlich, Montag ist relativ viel für viele Leute hier, aber dann wird das in der Referentenrunde nochmal gespiegelt und da kommen wir, das ist auch gut so, dass es am selben Tag noch passiert, weil sonst geht auch ein bisschen was verloren. Das ist nicht immer ohne Anstrengung, aber das ist so ein Tag, da ist man auf jeden Fall thematisch gut in der Woche und hat auf jeden Fall genug Informationen und genug Anregungen, hier zielführend zu arbeiten. Also mit der Rückkopplung, die Rückkopplung zur Referentenrunde, die dann gleich im Anschluss immer stattfindet, ist auch ein guter Zeitablauf gewählt. Das war es soweit aus den Kernarbeitskreisen. Ja, ich übernehme dann mal. Der Grumpy sucht gerade noch Informationen zu einem Antrag zusammen. War das die Tür? Nein, gut. Hier hochscrollen. Ja, gibt es noch Fragen zu diesen Kernarbeitskreis-Vorstellungen? Lukas. Fragen nicht direkt. Ich wollte mal Danke sagen für die Berichte. Ich fand das ganz gut. Der Montag ist halt tatsächlich arbeitsreich. Ne? Ich glaube, man kommt halt vom Wochenende nach Hause und am Wochenende stauen sich halt Dinge an. Ne? Irgendwie die Welt bleibt am Wochenende nicht still. Und mir geht es häufig tatsächlich so, dass ich dann halt versuche, am Montag das aufzuholen. Und Montag ist dann halt stressig. Das ist dann halt aber so. Und wenn ich in so einem Arbeitskreis war, also ich versuche immer einen zu besuchen, dann kann ich halt auch sagen, dass es wirklich produktiv ist. Also ich kann nur dazu ermuntern, daran teilzunehmen, dorthin zu gehen. Es ist auch entlastend, weil man dort Ideen äußern kann, Ideen entwickeln sich, die andere dann halt auch übernehmen und weiterentwickeln. Man kann also auch durchaus Aufgaben abgeben, beziehungsweise andere bieten sich an in diesen Arbeitskreisen, die dann halt diese Aufgaben übernehmen. Insofern geht dahin, macht da mit, das ist eine gute Sache, muss aber stärker gelebt werden, oder das wünsche ich mir zumindest.
Ich finde gut, Lukas, dass du gerade gesagt hast, man kommt am Montag vom Wochenende nach Hause. Das sagt viel über deine Arbeitseinstellung aus und wie du dich hier fühlst. Sehr gut. Gibt es weitere? Soll ich es nochmal wiederholen? Du hast gesagt, man kommt am Wochenende. Man kommt am Montag vom Wochenende nach Hause. Ja, richtig. Ja, sehr gut. Gibt es noch weitere Fragen? Dann danke auch ich für den Bericht an euch beide und rufe nochmal dazu auf, wie letzte Woche ja auch schon geschehen, an den Kernarbeitskreisen thematisch teilzunehmen, vor allen Dingen, wenn ihr natürlich Anträge habt und die diskutieren wollt nochmal und das nicht einfach irgendwie um kurz vor 12 am Montag noch per E-Mail rumschicken wollt, was ihr da alleine ausgebrütet habt. Gut. Kann auch kurz vor 10 am Dienstag sein, das stimmt, das ist auch schon passiert. Gut, dann kämen wir jetzt zu Top 6, Vorbereitung der Plenarsitzung. Grumpy, möchtest du wieder übernehmen? Du hast die Anträge gefunden, sehe ich. Gut, der eine war nämlich vom letzten Mal, oder? Ah, okay, das macht dann sehr viel Sinn. Dann hätte ich den auch abgelehnt, weil wir den schon hatten. Das war der. Okay, die Moni möchte was sagen. Ja, ich glaube, uns beiden ist da etwas durchgegangen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast, aber der Matthias hat Donnerstagabend einen Antrag zum Thema BGE an uns geschickt. Und ich habe das tatsächlich erst, nachdem er mich gerade darauf hingewiesen hat, erst gesehen. Und die Frage ist für mich, nehmen wir den noch mit rein? Sollen wir den noch posten und uns angucken? Oder sagen wir, ist zu spät? Das war mein Fehler tatsächlich. Ich habe es nicht gesehen, die Mail. Michelle, ist ja auch an dich gegangen. Also ich sage auch nochmal so, für mich, ich organisiere jetzt hier diese Themenwoche, ne? Aber ich fühle mich deshalb auch nicht hier, ne, als der mit dem Hut oder die mit dem Hut für das Thema, weil inhaltlich bin ich da sicherlich nicht fachlich so richtig auf dem Laufenden, ne? Also ich würde das gerne inhaltlich, also möchte ich das auch nicht alleine bewerten, sondern da müssten vielleicht nochmal ein paar Leute drauf gucken. Also der ist ja tatsächlich noch an noch mehr Leute gegangen als nur an uns beide. Und es gab ja dazu, ich schätze mal aufgrund des Bundesparteitags, zumindest ist das jetzt meine Entschuldigung, ich habe da nicht in die E-Mails geguckt, 2,5 Tage lang und habe das dann gestern gesehen, aber habe auch darauf gestern nicht reagieren können, sondern das einfach nur auf, muss ich später noch beantworten, geschoben und irgendwann ist man dann auch so müde, es geht nach Hause und ja, jetzt stehen wir hier. Das kann ich sogar tatsächlich machen, ich habe ihn hier gerade auf. Mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass wir den mit reinnehmen, weil wir haben das diskutiert und eigentlich wollten wir das genau aufgrund der Themenwoche in dieses Plenum kriegen. Und ich schicke ihn jetzt mal rum und dann, ja natürlich, auch das werde ich tun. Und dann glaube ich, dass wir ein bisschen Zeit lassen sollten, dass sich das jeder auch nochmal anguckt und dass wir da gleich drüber reden sollten, wäre mein Vorschlag. Daniel, Nico und ich schicke den eben weiter. Ja, zum Antrag dann später, den diskutieren wir dann ja nachher. Also selbstverständlich nehmen wir den mit rein. Ich verstehe die Frage eigentlich auch nicht. Also pass auf. Was hast du mit Daniel gemacht? Ja, pass auf. Wir haben zwar irgendwann das mit dem Antragsfreitag und so weiter und so gemacht, aber da hält sich ja sowieso nie jemand dran. Und hier ist jetzt ein Antrag, der ist sogar fristgemäß fertig geworden. Und ich sag mal, nur weil jetzt Moni und Michelle irgendwie dann Stress hatten und sich nicht drum kümmern konnten, jetzt den Antrag irgendwie liegen zu lassen, das wäre ja mehr als fahrlässig, sage ich jetzt einfach mal. Also wie gesagt, ungeachtet dessen, dass ich jetzt gerade inhaltlich natürlich zum Antrag nichts sagen kann. Vielleicht ist er ja auch schlecht, der kommt ja von Matthias, also weiß ich nicht. Nein, lass uns den bitte gleich mit reinnehmen in dieser Situation. Ja, danke. Ich bin baff. Ich glaube, ich kann mir das jetzt nur erklären, dass du das gerade gesagt hast, weil Frank nicht im Raum ist. Aber ich stimme dir zu. Ja. Fakt ist ja auch, dass der Antrag tatsächlich rechtzeitig vorlag. Ich finde ihn auch, ich konnte ihn überfliegen. Er basiert ja
es ist ja kein Teufelswerk da drin. Er basiert auf den Texten, die in unserer Partei jetzt schon länger kursieren, auf dem Grundsatzprogramm, auf Wahlprogramm und dann nicht zuletzt ist auch noch ein Teil aus unserem letzten Entschließungsantrag zu den Haushaltsberatungen eingeflossen. Nichtsdestotrotz hat er ein, zwei Schwächen, aber die, da würde ich für plädieren, die können wir dann noch im weiteren Verlauf ausmerzen und dann notfalls über Neudruck dann nochmal reingeben, falls uns das jetzt nicht in den verbleibenden drei Stunden hier gelingt. Aber ja, Moni, wir haben jetzt die Themenwoche und wir haben uns, wir haben gesagt, wir wollen den Antrag haben und von daher würde ich auch dafür plädieren, ihn einzureichen. Aber inhaltlich können wir gleich nochmal einsteigen, wenn wir den alle gelesen haben. Kleiner Hinweis an alle, der Stream ist online, wir grüßen also Witten. Hallo Witten. Hallo Witten. Witten ist dabei. Ich mache das jetzt mal mit dem, ich verschiebe Dinge nach hinten und innerhalb dieser Tagesordnung, wir können den also jetzt gleich unter die Anträge schreiben und wir behandeln den auf jeden Fall, zumindest abstimmungstechnisch auf jeden Fall erst nach der Pause, damit sich den jeder auf jeden Fall nochmal durchlesen kann. Gut, dann kämen wir jetzt zu den Anträgen. Soll ich hier wieder? Der stand doch gerade noch oben. Hier steht doch oben. Alles gut. Kombinier, wie du magst. Gut, also kommen wir zum ersten Antrag. Schutzsuchende aufnehmen, nicht abwehren. NRW lehnt das Asylpaket 2 ab. Antragsteller ist Simone, von daher, bitteschön. Ja, vielen Dank. Der Antrag ist ursprünglich erzeugt worden von der Fraktion in Schleswig-Holstein, aber ist etwas, was wir ansonsten in der Form auch gestellt haben. Das heißt, wir haben ihn entsprechend an NRW angepasst. Auch vom Stil her sind die Anträge in Schleswig-Holstein ja auch immer etwas unterschiedlich in dem zu dem, was wir hier in NRW machen. Ansonsten, der Sachverhalt sollte klar sein, das Asylpaket 2 wird abgelehnt. Es sind Sachen drin, die ganz klar gegen UN-Konventionen, gegen Menschenrechte verstoßen. Ein besonderes Unding ist, dass der Familiennachzug eingeschränkt werden soll, was zur Konsequenz hat, dass dann ganz viele alleinreisende Männer hier sind und die sich bestimmt ganz toll integrieren können, während ihre Kinder und Frauen irgendwie weiter in Kriegsgebieten vor sich hin vegetieren. Gibt es Fragen zu dem Antrag? Meinung? Ja? Also ich habe nur eine Frage, ich versuche es gerade fix selber herauszufinden. Befasst sich der Bundesrat damit? Ist das zustimmungspflichtig durch den Bundesrat? Weil mir ist die Formulierung aufgefallen, dass da steht, sofern sich der Bundesrat damit befasst, soll das abgelehnt werden. Also das steht ja an. Das ist ja, Kretschmann ist ja wieder irgendwie das Zungenland an der Waage, wie ich gehört habe, und der noch überlegt, wie er da zustimmen soll. Also ja, der Bundesrat wird sich damit befassen. Alles klar. Wenn ich sehe es. Okay, ich habe es auch gerade gefunden. Danke. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir doch direkt ab, oder? Ja, stimmen wir direkt ab. Sollen wir den Antrag, so wie er vorliegt, ins nächste Plenum einbringen? Gibt es jemanden, der dagegen ist? Gibt es jemanden, der sich enthalten möchte? Dann ist das einstimmig. Kommen wir zum nächsten Antrag. Bargeldfreiheit, Privatsphäre, Punkt, Ausrufezeichen. Mir auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Okay, Antragsteller sind Dietmar und Nico. Wer von euch beiden möchte? Okay, Dietmar. Hallo Witten. Bargeldfreiheit, Privatsphäre, Punkt. Genau. Das ist entlehnt aus der neuen Kampagne. Ja, das war's. Die neue Image-Kampagne der Piraten auf Bundesebene. Ich hatte das, nachdem der Antrag fertig war, erst gesehen, macht aber nichts. Jetzt gibt da so ein schönes Bild. Ich glaube, unser Bundesvorsitzender lächelt da von diesem Plakat und dieser Spruch steht drauf. Allerdings ohne freie Privatsphäre, sondern nur Bargeld. Punkt. Macht aber nichts. Es geht hier um das allseits, ja, ich sag mal, Land auf, Land ab, europaweit diskutierte Thema Begrenzung
von Bargeldzahlungen. Ein Thema, mit welchem wir uns im Plenum auch schon Anfang September befasst haben. Letzten Jahres aufgrund eines Vorstoßes unseres Landesfinanzministers Walter Borjans, der da 2.000 oder 3.000 Euro Bargeldobergrenze für opportun hält. Nunmehr ist das Ding, und das hat der Finanzminister wahrscheinlich mit für gesorgt, im Bund angekommen und auch auf Europaebene. Und von Deutschland aus wird propagiert, 5.000 Euro solle die Obergrenze sein. Ein Thema, welches ganz massiv Freiheitsrechte, Privatsphärerechte der Menschen berührt. Nicht nur in unserem Land, sondern deutlich darüber hinaus. Ein Thema von großer Tragweite. Der Antrag der FDP damals bezog sich nur auf den Vorstoß des NRW-Finanzministers. Dieser Antrag hier auch in seiner epischen Breite. Michel, du hattest das kommentiert im Abstimmungstool, so viel Text wie Block 2 Rede, ich würde eher sagen Block 4, wenn man das vorträgt, dürfte was länger sein, in der Tat, aber die Ausführlichkeit hielten wir für zweckdienlich. Gut, ja, man könnte sagen, der Text, der wäre schön, wenn er kürzer wäre. Die FDP hatte Anfang September so einen Antrag rausgerotzt, ich sag mal, aus der Hüfte geschossen, mit der heißen Nadel gestrickt. Sei es drum, dieser Antrag beschäftigt sich eben mit allen Aspekten, die eine Rolle spielen, insbesondere auch mit dem Verdacht, dass hier schleichend eine Abschaffung von Bargeld propagiert werden soll oder zumindest in Angang geraten soll. Wir haben eine Situation in Schweden. Schweden ist Vorreiterland für bargeldlosen Zahlungsverkehr. Man rechnet sogar damit, dass Schweden möglicherweise das erste Land der Welt sein wird ohne Bargeld. Das habe ich jetzt gestern irgendwo gehört oder gelesen. Mag alles sein. Die Menschen in unserem Land sprechen sich jedoch immer noch mehrheitlich dafür aus, dass Bargeld verfügbar sein soll, auch als Zahlungsmittel, und dass Obergrenzen untunlich seien. Ich möchte jetzt nicht die Sendung oder aus der Sendung von Sonntag, die zufällig dann da ich sehen durfte, zitieren. Da war eine Autohändlerin, das ist das oftmals bemühte Beispiel, dass Autokäufe eben oftmals in bar abgewickelt werden, die ja nur noch mehr als 5.000 Euro kosten. Und dass also das eine Behinderung des Waren- und Wirtschaftsverkehrs bedeuten könnte, wenn eine derartige Begrenzung des Bargeldzahlungsverkehrs stattfindet. Piraten als Vertreter der Freiheitsrechte, der Privatsphärerechte, wie aber auch diejenige Partei, die ja jeden staatlichen versuchen, Bürgerinnen und Bürger in Überwachungsszenarien zu drängen, vertritt, also Interessen, die eben dagegen sind, gegen staatliche Überwachungsmöglichkeiten, auch der Überwachung von Konsumgewohnheiten, müssen praktisch uns dagegen aussprechen und das auch mit aller Deutlichkeit. Deswegen dieser Antrag, gerade auch, weil er an Aktualität nur kaum neben dem allseits bekannten Flüchtlingsthema kaum zu überbieten ist. Jetzt muss ich allerdings noch ergänzend dazu sagen, heute erreicht uns die Information, dass die FDP wohl eine Anhörung beantragen wird morgen bezüglich des Antrags aus September, wo Nova Bo, sprich Landesfinanzminister, die 2.000 bis 3.000 Euro Grenze angekündigt hat, dass er das vertreten wolle. Deswegen bin ich im Moment noch ein bisschen im Zwiespalt, ob wir nicht einfach hier bezüglich dieses Antrags, auch wenn er dann quasi vom Tisch wäre, direkte Abstimmung beantragen sollen. Ich hatte hier im Team besprochen, dass wir da auch eine Überweisung in den Ausschuss wollen. Vielleicht stelle ich im Moment noch ein bisschen zur Disposition, auch gerne zur Diskussion, was ihr für richtig und sinnvoll haltet. Ich bin im Moment noch unschlüssig, weil die Information sehr frisch ist. Ja, wenn Fragen existieren, und Kritik und Anregungen, gerne hier und jetzt oder auch noch später. Ja, danke Dietmar. Ich hatte mich zuerst selbst angenommen, dann Olli, weil du mich auch direkt angesprochen hast.
Ja, meine Kritik bezieht sich gar nicht so sehr nur auf die Länge des Antrags, sondern vor allen Dingen auf die Formatierung. Ich finde es unglaublich schwer zu lesen. Da ist ein Block dabei, der ist irgendwie eine halbe DIN A4-Seite, so ein Text. Und die Formatierung auch innerhalb des Textes. Ich finde zum Beispiel bei den Zahlen die Tausender-Trennzeichen wegzulassen und so. Es ist mir einfach nur aufgefallen, dass die Lesbarkeit sehr, sehr schwierig ist, wenn du so ganze Riesenblöcke 2 da stehen hast, wo du, na, so. Und das war, sollte mein Hinweis eigentlich bedeuten. Sorry, wenn der irgendwie anders angekommen ist. Vielleicht kriegt man das ja noch hin, ohne den Text zu verändern, einfach ein paar Absätze einzufügen. Das erhöht die Lesbarkeit wirklich ungemein. Das kriegen wir vielleicht hin bis 14 Uhr. Das wäre total super. Olli. Ja, ist das eigentlich, dann Mikro, warte. So, jetzt alles frei. Ich dachte, man räuspert sich, um zu gucken, ob das Mikro geht. Also, ist das, ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, ob diese 5.000 Euro tatsächlich so eine feststehende Zahl ist, die dann eingeführt werden soll. Wenn man mal Inflation annimmt, wird ja das dann automatisch irgendwann dazu führen, dass du alle Geschäfte nicht mehr mit Bargeld abwickeln kannst. Davon abgesehen war meine erste Frage, was machen eigentlich die anderen Parteien? Du hast schon gesagt, die FDP hatte einen Antrag. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die CDU oder so vielleicht jetzt tatsächlich auch noch einen Antrag, nicht die CDU, irgendjemand anderes auch noch einen Antrag dazu bringt. Eigentlich müsste es wieder die FDP sein, aber die hat ja einen. Okay, zur direkten Abstimmung oder nicht. Ich würde, das ist aber meine Ansicht, ich würde das nicht zur direkten Abstimmung bringen, sondern in den Ausschuss überweisen und morgen ankündigen, wenn das tatsächlich erst morgen ist, dass das beschlossen wird, morgen ankündigen, hier, ihr wisst ja, habt ja gesehen, wir haben gestern einen Antrag eingereicht, wir wollen den auch in die Anhörung kriegen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in einem Ausschuss ist. In manchen Ausschüssen sollte das funktionieren und in manchen vielleicht weniger gut. Dann, okay, ist dann jetzt dann eure Sache im Ausschuss. Aber ich fände es gut, wenn wir den praktisch einfach mit in die Anhörung packen, was ja hin und wieder mal dann passiert, auch wenn die Anträge monatelang auseinanderliegen, dass man die zusammenpacken kann. Beim Titel fällt mir sofort auf, dass ich eigentlich sagen müsste, man sieht, wir sind nicht kampagnenfähig. Es ist doch Absicht, dass immer nur ein Wort steht und Punkt. Und nicht drei Wörter, Punkt und dann noch 5 Zeilen. Das ist nicht... Manchmal sind es 2. Manchmal sind es 2, genau. Das ist doch gar nicht Absicht. Aber okay, gut. Deshalb würde ich den Antrag nicht ablehnen. Stellt fest, finde ich übrigens super im Antrag, das ist sehr prägnant. Unterm Beschlussteil ist er mir ein bisschen schwach auf der Brust, der Antrag. Da steht, er soll eine Position beziehen, aber auch das, da ich gerade nichts super Besseres habe, außer wieder die Bundesratsinitiative zu bemühen, halte ich mich da auch zurück. Was ich noch zur Diskussion stellen möchte, ist im Prosa-Teil der Satz mit dem Darknet und den Bitcoins. Wollen wir den wirklich so drinstehen lassen oder wollen wir den nicht einfach streichen, um zu sagen, komm, den Aspekt brauchen wir jetzt nicht aufzählen, lass uns das einfach weglassen. Das wäre mein Änderungsvorschlag noch an der Stelle. Danke. Grumpy und dann Dietmar. Von mir kurz nur die verfahrenstechnische Anmerkung. Es ist leichter, wenn wir überlegen, von vornherein einen Antrag in den Ausschuss zu überweisen, um dann, sollte die Frist abgelaufen sein, ihn nachträglich zur direkten Abstimmung zu stellen. Wir können dies auch morgen früh noch in der Ältestenratssitzung natürlich entsprechend ändern lassen. Mein Vorschlag wäre halt, dass man jetzt halt erstmal hingeht und sagt, wir möchten ihn doch überweisen und dann... Ich gehe dann davon aus, dass von Seiten der anderen Fraktion niemand etwas dagegen hat, falls wir uns dann kurzfristig dazu entschließen sollten, hinzugehen und zu sagen, nee, dann machen wir doch eine direkte Abstimmung, denn dann spart es für alle Beteiligten Zeit. Dies nur als verfahrenstechnischer Hinweis. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gelangweilt. Mir fällt da gerade was ein, das ist nur so eine Idee, aber ich glaube... Wir haben ja die Situation, der Antrag der FDP, zu dem es eine Anhörung geben wird, ist ja bereits debattiert worden. Wenn denn die Anhörung durchgeführt sein wird,
das soll wohl Anfang Mai sein, versinkt der Antrag im Ausschuss. Ich wäre dafür, dass wir diesen Antrag, und das geht dann in deine Richtung, im umgekehrten Verfahren einbringen. Ja? Also jetzt Plenum einbringen, umgekehrtes Verfahren, dann ist er im Ausschuss. Bitte? Ja, dann ist es eine Überweisung, aber eben umgekehrtes Verfahren mit der Folge, dass nach der Anhörung, dann nochmal eine Debatte darüber im Landtag stattfindet. Sonst haben wir die nämlich nicht. Also daher könnten wir nämlich dann auch das Ergebnis der Anhörung mitverarbeiten in der Debatte, die dann nochmal im Landtag stattfindet zu dem Thema. Und dann sind wir vielleicht auch auf EU-Ebene, auf Kommissionsebene, was Beratungen, Gutachten angeht und dergleichen ein Stück weiter. Also von daher wäre ich dafür, es so zu machen. Der Hinweis oder beziehungsweise dieser Kritikpunkt von wegen Darknet rausnehmen, also da hatte ich jetzt persönlich überhaupt gar kein Problem, den Absatz rauszuschmeißen. Allerdings möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass der Frank, der heute nicht da ist, auch angemerkt hatte, zu Recht angemerkt hatte, dass die Schleswig-Holsteiner jetzt gerade aktuell auch einen solchen Antrag eingereicht haben im Landtag Schleswig-Holstein, wohl am Freitag, genau, der die gleiche Richtung vertritt, der sich... Bitte? Sorry. War nicht dazu. Okay. Und sich auch nochmal mit dem Schutz des bargeldlosen Zahlungsverkehrs etwas mehr befasst, aber das möchte ich nicht als Stoßrichtung haben hier, sondern hier geht es knallhart nur um die Bargeldfrage und die sollten wir einfach hier im Vordergrund lassen. Also von daher, danke für die Anmerkungen und wenn das machbar und möglich ist, Grumpy, du als PGF bist da der richtige Mann, denke ich, das entsprechend über Ältestenrat und PGF-Runde zu lancieren, dass wir diesen dann im umgekehrten Verfahren machen, falls das die Billigung der Fraktion erfährt. Würdest du dann bitte kurz jetzt noch einmal genau, lass uns dann noch mal bitte nachschauen, wo wir das dann wie hinpacken? Ich will es nur einmal protokolliert sehen, damit wir das nicht falsch machen. Moni. Nur eine kleine Anmerkung dazu, vielleicht so als Denkhinweis. Die Frage ist einfach, was möchte man? Möchte man jetzt die Aussage tätigen, hey, wir sind gegen die Beschränkung bargeldlosen Verkehrs? Du weißt nicht, wie sich das entwickelt in der Diskussion. Ich weiß nicht, wann dieser Prozess abgeschlossen ist und wen das dann noch interessiert. Also was wollen wir? Wollen wir jetzt, sage ich mal, uns positionieren hier an dieser Stelle? Dann sollten wir da auch was zu sagen. Ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, ob das Thema, sage ich mal, bleibt. Ich kann das nicht einschätzen, ob das in einem halben Jahr, da kannst du sicherlich besser als ich, aber nur noch mal so. Ganz kurz was sagen wir. Also die Zielrichtung der Macher bzw. der Initiatoren dieses Vorstoßes, Bargeld zu begrenzen, sind Sicherheitsaspekte, Terrorismusbekämpfung, Geldwäschebekämpfung und Steuerhinterziehungsbekämpfung. Ein Thema, welches sowieso von NRW, Novabo aus immer gerne bedient wird und welches von den regierungstragenden Fraktionen im Bund ganz hoch gehalten wird und auch dauerhaft hoch gehalten wird, auch angesichts der Sicherheitslage innerhalb Europas und innerhalb Deutschlands. Und da die Auguren der festen Überzeugung sind, damit Terrorismus bekämpfen zu können, wird das Thema auch halten, ganz sicher. Auch über den Monat Mai oder diesen Monat oder auch übers Frühjahr hinaus bis in den Sommer hinein. Und ich denke auch, dass die Diskussion weiter aufrechterhalten wird. Also uns nur jetzt zu positionieren würde, meines Erachtens ausreichend, den Antrag einzureichen, gegebenenfalls eine kleine PM dazu zu machen, die dann begleitend wirken könnte. Und dann hätten wir uns damit positioniert und wir haben uns ja auch bereits positioniert. Abgesehen davon hat dieser Antrag oder diese Diskussion auch den Charme für sich, dass die CDU-NRW da offenbar ganz andere Auffassung war zumindest. Das war im September so als die CDU im Bund. Ja, also von daher warten wir es nochmal ab. Die Sache Frankreich und so weiter und so fort. Es gibt also große Unterschiede und dann kommt Deutschland mit 5.000 um die Ecken. Also, wenn man sich einigen will in Europa, wir sehen das auch im Bereich Flüchtlinge, wird das sehr, sehr lange dauern. Gut. Gibt es weitere Anmerkungen zu dem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung ab von dem Verfahren, das ja noch zur Disposition steht.
Sollen wir diesen Antrag ins nächste Plenum einbringen? Ist jemand dagegen? Mit den strukturellen Änderungen und dem zu dem in drei Sätzen hintereinander. Und meinem Liebling, aber wir reden da gleich nochmal drüber. Ja. Das mit dem Scheibchenweise, das dann mit einem Zitat, wo Scheibchenweise drinsteht, begründet wird, das ist auch gut. Gut, ist jemand gegen die Einbringung? Enthält sich jemand? Nein, das ist nicht der Fall. Gut, dann bringen wir den ein, alles Weitere besprechen wir bis 14 Uhr. BGE vorziehen? Nächster Punkt. Nö, muss ja sowieso dran kommen. Ich dachte jetzt wegen der Leute in Witten. Da kommen wir, das geht schnell. Schauen wir. Nächster Punkt. Die IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen muss sicher bleiben. Die Gesundheit der Patientinnen und Patienten darf nicht zum Spielball von Kriminellen im Netz werden. Antragsteller sind Daniel und Lukas. Wer von euch beiden möchte etwas dazu sagen? Der Daniel. Ja, Tom hat es vorhin schon gesagt, der hat ja, als er aus den Kernarbeitskreisen berichtet hat, dieser Antrag kommt im Endeffekt aus dem Kernarbeitskreis oder der Aufschlag zu diesem Antrag kommt aus dem Kernarbeitskreis. Dafür bin ich auch selbstverständlich sehr dankbar. Sebastian hat das im Team eben ausgearbeitet. Zur Thematik an sich, ihr kennt alle, dass Kriminelle hier auf IT-Infrastruktur Angriffe gefahren haben, hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns hier als Piraten ja schon in der Pressemitteilung letzte Woche dazu positioniert. Die Pressemitteilung ist landesweit zumindest vom WDR aufgegriffen worden in einem recht langen Artikel, wo wir als einzige Partei oder Fraktion überhaupt Erwähnung finden. Das ist schon mal recht beachtlich. Lukas ist es gelungen, lokal in Neuss einen guten Aufschlag da zu machen, ist dort erwähnt worden in den entsprechenden Berichterstattungen. Wir werden das hier weiter bespielen. Wir haben das Thema morgen im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Aus unserer Konsequenz ist es richtig, hier jetzt auch nochmal einen Antrag zu stellen, der eben die IT-Sicherheit in unseren Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen halt wiederherstellt. Ihr seht den entsprechenden Beschlusstext. Ich gehe kurz auf die 500 Millionen Euro ein, die da drin stehen. Das ist schon eine bestehende Forderung, die wir hier haben. Wir haben derzeit noch einen laufenden Antrag im Beratungsverfahren im AGS. Da wird es irgendwann noch eine Anhörung zu geben. Das ist alles noch im Fluss letzten Endes. Hier geht es also auch nicht um eine nochmal zusätzliche 500 Millionen Euro Forderung zu unserer bisherigen, sondern letztendlich um eine weitere Unterstützung unserer Argumentation in dem konkrete Forderung, die es so noch nicht gibt und die eigentlich sehr sinnvoll ist. Und das war eigentlich nur mein Beitrag dazu. Deswegen tauche ich da als Antragsteller mit auf. Aber ansonsten ist es ein guter Antrag und ich bin auf die Resonanz gespannt. Für deine Rede, Daniel, schätze mal, du würdest dazu reden, halte ich auch für sinnvoll. Habe ich noch so ein paar Beitragsfetzen, ein paar interne aus den Krankenhäusern, die werde ich dir dann entsprechend nochmal dazu liefern, dann kannst du gucken, wie du sie einbaust. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu diesem Antrag? Olaf, dann Olli. Mich irritiert ein wenig, der Titel muss sicher bleiben. Wenn es sicher gewesen wäre, wäre nicht passiert, was passiert ist. Also das suggeriert so ein bisschen, ja, als wenn es mal sicher gewesen wäre. Und ich kenne schon Skandale, dass man sich relativ leicht dort einhacken kann, als damals die ersten WLANs auftauchten und so. Also das war noch nie sicher. Muss sicher werden, wäre da meiner Meinung nach die richtige Sache. So steht es auch im restlichen Antrag irgendwie drin. Ansonsten, Top-Antrag, finde ich klasse, dass der gestellt wird. Und auch vielleicht so als Sache, wir kriegen die ganze Zeit mit, dass das in Krankenhäusern passiert. Das ist genauso, dieselben Probleme haben zurzeit massenhaft Altenheime. Da ist es nicht so eine Gefahr für die Patienten, deswegen kommt es nicht so raus. Aber dort ist es eine unheimliche Belastung für die Mitarbeiter, weil die jetzt plötzlich wieder bei Dokumentation und so auf Papier zurückgreifen müssen. Und dadurch auch dadurch wird es auch wieder ein Problem für die zu Pflegenden, weil weniger Zeit für die Pflege da ist, die sowieso schon knapp ist. Olaf, dann Hilmar. Entschuldigung, Olli, dann Hilmar. Olaf hat ja gerade geredet. Ich dachte, Olaf wäre vielleicht normal, er hat sich doppelt gemeldet. Ja, ja. Ich habe mir den leider vorher nicht ordentlich angeguckt, aber wo du gerade sagtest, das mit den IT-Sicherheitsaudits, habe ich mir das nochmal angeschaut mit dem
wie der Beschlussteil aussieht. Eigentlich kann man ja fast überlegen, ob man nicht konkret werden möchte und irgendwie zumindest auf BSI-Grundschutz oder auf die ISO 27001 verweist, ob man das jetzt direkt fordert, aber dass da zumindest ein bisschen was Handfesteres drinsteht als nur so IT-Sicherheitsaudits oder sowas. Fällt mir dabei halt dann sofort auf, weil ich selber mal mit der ISO 27001 dann zu tun hatte. Das ist halt die Sache Datenschutz, nicht Datenschutz auch, ja. Datenschutz und Datensicherheit, dass man da dafür auch ein Zertifikat braucht. Man kann sich natürlich auch nur an entsprechenden Vorgaben des BSI oder sowas orientieren und es als Empfehlung nehmen, aber es gibt halt an der Stelle relativ viele festgeschriebene Normen, die man natürlich dann auch nehmen kann. Jetzt bin ich natürlich damit relativ kurzfristig erst hier bei diesem Antrag dabei. Interessiert die Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht. Interessiert höchstens, falls es eine Anhörung dazu gibt, die Experten. Gut, das mit der Kurzfristigkeit ist ja auch dem geschuldet, dass wir keinen Antragsfreitag hatten und so weiter. Hilmar, dann Lukas. Ob das in dem Antrag stehen sollte oder nicht, weiß ich nicht. Also ist irgendwie Geschmackssache. Ich würde aber darum bitten, dass darauf hingewiesen wird in der Rede, weil das schon nochmal suggeriert, nicht nur suggeriert, sondern zeigt, dass wir diejenigen sind, die uns damit am besten auskennen. Ob das jetzt dann noch mit reingebaut wird, kann man machen, muss nicht, finde ich. Auditierung ist an sich erstmal so vom Begriff her, glaube ich, können sich auch die Menschen, die sich damit nicht so auskennen, aber wenigstens so ein bisschen was drunter verstehen, weil sie das aus anderen Zusammenhängen eventuell kennen, Zertifizierung und so weiter. Ich halte diesen Antrag für den stärksten Antrag, den wir in diesen Bereich, nicht in diesen, also in dieses Plenum einbringen und bitte auch darum, dass wir in der Berichterstattung und in der Fokussierung, in der Öffentlichkeitsarbeit diesen Antrag besonders nach vorne heben. Ich begründe das auch, warum ich das so sehe. Die Problematiken, die im Zuge dieser Angriffe auf die IT-Infrastruktur in Krankenhäusern, Klammer auf, eventuell auch Altenheimen, sagt mir jetzt nichts, aber gut, bedeutet einen Eingriff in die, in die Versorgung und Sicherstellung von Grundbedürfnissen von Menschen. Dass wir das aufgegriffen haben, dass der WDR das dankbar mitgespielt hat in der Berichterstattung, zeigt, dass das ein Riesenthema ist für alle, für Menschen, die in Krankheitssituationen sind und so weiter, weil ja durch die Lahmlegung irgendwie fast das ganze Krankenhaus nicht mehr in seiner Funktion oder nicht mehr funktionstüchtig ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz viele Krankenhäuser gibt, wo Ähnliches passiert, was einfach jetzt noch keinen medialen Aufschrei gegeben hat. Es geht um lebensbedrohliche Sachen. Genau hier an dieser Stelle sind Piraten dann gefragt, die Kernkompetenz der alles, was mit digital zu tun haben, haben und wo es um Leib und Leben geht. Deswegen bitte ich darum, dass wenn wir in der Berichterstattung, in der eigenen Berichterstattung nach draußen, weil wir sind immer Herr unserer Bilder und unseres, was wir so rausposaunen, doch da den großen Fokus drauf legen. Ungeachtet der Tatsache, dass die anderen Anträge natürlich auch wichtig sind, aber dieser ist, glaube ich, der am meisten Aufmerksamkeit generieren wird. Danke. Lukas, dann Daniel. Es gibt eigentlich noch einen anderen Aspekt, welcher im Bereich Innenpolitik reingreift. Schade, dass Frank und Dirk nicht hier sind, weil wir hatten auch eben ein ähnliches Thema oder halt eben dieses Szenario, was jetzt eingetreten ist am Neusser Lukas Krankenhaus, in der Debatte rund um das BHKG, das Brand- und Hilfeleistungsschutzgesetz. Nein, Feuerschutz und Hilfe, das Neue halt.
der Nachfolger vom FSHG. Und da haben wir Piraten als einzige Fraktion auch eben auf diese Gefahren hingewiesen, dass durchaus auch Katastrophenlagen eintreten können, aufgrund von digitalen Angriffen auf kritische Infrastruktur, haben dafür appelliert, dass der Begriff kritische Infrastruktur mit in dieses Gesetz aufgenommen wird. Auch die Experten waren auf unserer Seite. Ich erinnere mich da an den Leiter der Berufsfeuerwehr in Essen, der sagte, der weiß gar nicht, wo es in Essen kritische Infrastruktur gibt. Wenn man das weiterdenkt, dass es einen gezielten Angriff nicht nur auf ein Krankenhaus, sondern auf mehrere Krankenhäuser und vielleicht auch noch das Wasserwerk und das Elektrizitätswerk geben könnte, dann hat man ein kleines Problem. Dann hat man nämlich einen Katastrophenfall und darauf sind die Katastrophenschutzbehörden einfach nicht vorbereitet. Und das ist ein Riesenproblem. Davon wollte man aber nichts wissen, hat Augen und Ohren verschlossen und hat einfach dieses Gesetz Ende des Jahres durchgeprügelt. Kritische Infrastruktur taucht in diesem neuen Gesetz kein einziges Mal auf. Das heißt, wir sollten uns da halt auch überlegen, ob es nicht eventuell Anlass wäre, um das Thema nochmal auf die innenpolitische Agenda zu setzen. Ja, also vielen Dank für die Hinweise. Ich greife einmal Olaf auf. Du hast vollkommen recht, das müssen wir ändern. In der Überschrift, also mindestens muss da drinstehen, dann muss sicher sein. Wenn jemand da noch irgendwie den Knaller hat für eine andere Überschrift, mit der ich hier insgesamt bei dem Antrag jetzt nicht irgendwie so hundertprozentig glücklich bin, gerne auch irgendwas so in dem Stil Seekor Punkt oder irgendwie sowas. Das mir gleich, also eine coole Überschrift wär gut. Auf jeden Fall muss dieser Fehler da raus. Und das ist erstmal ein sehr wichtiger Hinweis. Das bitte ich im Antragstext oder im Antragstitel dann auch entsprechend zu ändern. Zweitens nochmal zu dieser ganzen Pressenummer. Ich habe einen wichtigen Punkt vorhin vergessen. Das ist natürlich jetzt nichts, was ich belegen kann. Also ein Zitat von uns ist abgedruckt, ne? Das kann ich belegen. Ich glaube aber, oder meine Lesart der Presseberichterstattung im Rahmen dieses gesamten Skandals ist die, wir sind zwar jetzt nicht so ganz sehr häufig in Erwähnung getreten in den ganzen Artikeln, ich glaube aber, dass wir diejenigen sind, die dieses Thema in eine bestimmte Richtung gebracht haben, denn die ganzen Pressemeldungen, die danach gekommen sind, die häufig auf dpa-Meldungen dann eben basierten, die greifen eigentlich unsere Kritik aus unserer Pressemitteilung auf, erwähnen uns dummerweise jetzt nur leider nicht mehr als Zitatgeber. Das können wir halt nicht beeinflussen. Aber ich glaube, dass wir halt genau da richtig ins Wespennest gestochen haben. Und insofern teile ich Hilmars Einschätzung, ob das jetzt der wichtigste Antrag ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der passt halt genau, das ist unsere Thematik, wir Piraten sind diejenigen, die halt eben Ahnung davon haben und deswegen, Olli, auch vielen Dank für den Hinweis, was dann eben auch Sicherheitsstandards und so weiter angeht. Ich glaube nicht, dass wir das noch in den Antragstext mit einbauen müssen, sondern sehe das wie Hilmar, ich denke, das kann man gut in der Rede dann auch mit verarbeiten und eben auch darauf dann hinweisen. Wenn du da noch weitergehenden Input hast, sehr gerne, nehme ich auf jeden Fall gerne mit auf. Auch Lukas' Angebot, was die Gesprächsfetzen sozusagen aus den Krankenhäusern angeht, werde ich alles versuchen einzubauen. Sind halt nur leider 5 Minuten, wir wissen das, aber macht nichts. Ich glaube, da kann man in den 5 Minuten eine ganz nette Rede, also für uns nette Rede. Ich fürchte, für die Gesundheitsministerin wird das nicht ganz so nett werden. Aber ja, Seekor-Punkt passt an der Stelle nicht. Ansonsten sind natürlich meine bevorzugte. Irgendwas hatte ich noch, habe ich vergessen. Ist aber auch egal. Also wir sind dran. Für uns ist dann auch nochmal, auch gerade was die Rede dann eben angeht, sehr interessant, was morgen im Ausschuss dazu halt passiert. Wir werden natürlich all das, was wir dort noch an Informationen bekommen, werden wir versuchen, dann eben in die Rede einzubauen. Das kriegen wir halt nicht mehr in den Antrag mit rein. Macht aber nichts, wir sind halt schneller als das Ministerium. Uni. Ja, vielleicht nur als Überlegung, vielleicht kann man da sogar noch was für eine Fragestunde raus generieren, wenn man das noch weiter bespielen möchte. Punkt. Vom BKA.
bisschen lang, aber gut. Gibt es weitere Anmerkungen dazu? Fragen? Hilmar. Nur ein Satz dazu noch. Es wäre schön, wenn wir genau vielleicht eine Presseerklärung für ganz NRW, für alle Piraten, Kreisverbände etc. für den Bereich machen, nämlich das Thema vor Ort spielen. Bei den, ne, jedes Kaff hat irgendwie ein Krankenhaus, das kann man ja irgendwas generieren und dann dementsprechend verteilen an die Leute. So dass man das Thema dann auch landesweit gespielt hat. Ob das jetzt, ob da was vorgefallen ist oder nicht, ist ja erstmal egal, aber wir weisen darauf hin, dass und so weiter. Ja, sehr guter Vorschlag. Ich hatte das ja bei anderen vergleichbaren Themen auch schon mal gesagt. Ich weiß natürlich jetzt, ich möchte der Pressestelle nicht zu sehr reingrätschen, aber also ob wir das gewährleisten können, dass wir das für alle Kreisverbände machen, weiß ich nicht. Müssten wir uns gleich dann nochmal verständigen. Mich würde aber interessieren, eine Einschätzung interessieren, wollen wir das, also wir werden morgen nach dem Ausschuss oder aus dem Ausschuss heraus, das ist Top 1, wollen wir eine Erklärung noch dazu abgeben. Ist das die wir quasi auch regional umbrechen oder eher eine für nächste Woche, wenn wir das im Plenum behandeln? Okay. Also vielleicht ganz kurz. Guter Hinweis. Wir machen morgen das Statement, das wird aber erst morgen Nachmittag sein. Von daher ist es Schwachsinn, da morgen spät am Nachmittag irgendwie die große Welle zu machen. Da kündigen wir den Antrag an und der nächste Step ist halt das Plenum mit dem Antrag und da finde ich das auch okay, dass man daraus heraus dann so ein Standardding entwirft. Da habe ich jetzt auch kein Problem mit. Gut, weitere Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann die Frage an euch, sollen wir diesen Antrag ins Plenum bringen? Wer ist dagegen? Niemand, wer enthält sich? Auch niemand mit den Anmerkungen, Daniel zum genau. Titel und so, bringen wir das Ganze dann ins Plenum. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Antrag, 70 Jahre Landeszentrale für politische Bildung. Wir brauchen jetzt mehr politische Bildung für alle. Politische Bildung, Punkt. Antragsteller Simone Daniel, Simone möchte das bestimmt vorstellen. Sie drückt schon halb auf den Knopf, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ja, die Landeszentrale für politische Bildung wird 70. Wir nehmen das zum Anlass, um das zu fordern, was wir die letzten Jahre immer wieder gefordert haben. Wir hatten im letzten Plenum diese netten CDU-Anträge, wo es darum ging, dass die Menschen, die zu uns kommen, dass die politisch gebildet werden, in die Gesellschaft eingeführt werden und so weiter und so fort. Und es hätte nicht Clausnitz und Bautzen letzte Woche gebraucht, um zu sehen, dass die Problematik darin liegt, dass die Leute, die hier sind, nicht diese politische Bildung haben und erfahren, die notwendig wären, dass sie als eine Aufnahmegesellschaft bereit wären zur Integrationsaufgabe, die vor uns liegt. Dementsprechend fordern wir mit unserem Antrag, die Geldmittel der Landeszentrale für politische Bildung zu verdoppeln. Gibt es dazu Fragen? Joachim, Lukas? Es gibt eine Anmerkung von mir dazu. Da ich die Kollegen von der LZPB sehr gut kenne, weil die auch Medien lizenzieren und bereitstellen, kostenfrei, für das Schulserversystem in NRW kann ich das nur begrüßen. Und ich möchte an der Stelle die Anmerkung machen, dass die Nordrhein-Westfälische Landeszentrale für politische Bildung die einzige im Bundesgebiet ist, zusammen mit der Bundeszentrale, die noch politische Medien selber produziert. Die Landeszentrale in Bayern produziert Heimatvideos. Und die wirklich auch die heißen Themen anfassen. Digitalisierung war vor 6 Jahren bei denen schon Thema oder vor 8 Jahren. Die haben damals schon auch Medien mit Netzpolitik.org und tolle Sachen gemacht, auch neue Medienformate, die knackig sind. Also ich kann das nur befürworten. Ich würde das am liebsten verfünffachen, den Etat. Mich würde es interessieren, ob es von der Landeszentrale für politische Bildung irgendwann mal öffentlich diese Forderungen gab oder halt irgendwelche Signale, dass man gerne mehr Geld hätte. Aus pures Interesse. Okay.
Ich möchte dir da gerne darauf antworten, Lukas. Die Landeszentrale für politische Bildung ist ja im Hauptausschuss im Haushalt und die freuen sich über jeden Cent, den sie mehr bekommen, natürlich. Und zwar jedes Jahr. Und wir haben gerade schon im letzten Jahr wurde aufgestockt nach unserer Forderung im vorletzten Jahr. Da sind sie im letzten Jahr dann nachgekommen und die Forderung jetzt aufgrund der besonderen Situation nochmal zu verdoppeln, ist natürlich durchaus legitim und auch folgerichtig. Daniel. Ja, selbstverständlich ein guter Antrag. Ich wollte nur da noch den ergänzenden Hinweis geben. Wir haben Dirk und Frank haben im Innenausschuss zuletzt darüber diskutiert und wir letzte Woche im Ausschuss Familie, Kinder und Jugend. Die Landesregierung erarbeitet derzeit unter Federführung des MFKJKS das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. Unter deren Federführung ein integriertes Handlungskonzept gegen rechts. Das wird möglicherweise also als Gegenargument sozusagen gegen unseren Antrag genannt werden. Mit diesem Handlungskonzept ist bis Mitte des Jahres zu rechnen. Allerdings wird es dafür nicht mehr Geld im Haushalt geben. Ich hatte da noch so einen kleinen Disput mit der Ministerin via Twitter, weil sie sagt, da steht doch Geld zur Verfügung. Wir haben uns da, sie hat mich missverstehen wollen. Mir ging es darum, dass kein zusätzliches Geld, kein neues Geld halt eben da zur Verfügung gestellt wird. Und das greift ja letzten Endes hier unser Antrag auf. Also jegliche Gegenkonzepte als Lösung des Jahrhunderts irgendwie zu präsentieren, schlägt halt da fehl. Es ist gut, wenn die Landesregierung da so ein Handlungskonzept irgendwie dann schafft, ändert aber nichts daran, dass hier die Landeszentrale für politische Bildung auch gestärkt werden sollte. Simone. In dem Zusammenhang, die meisten haben es ja vielleicht auch schon gesehen, es wird eine Einbringung geben von der Landesregierung am nächsten Mittwoch mit dem Titel Zusammenhalt stärken, Flüchtlinge aufnehmen und integrieren, eine gesamtstaatliche Aufgabe in gemeinsamer Verantwortung. Ich könnte mir vorstellen, dass das da entsprechend auch noch schon mal angekündigt wird oder dass es ein Teil davon ist. Weitere Anmerkungen, Fragen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zur Abstimmung. Einbringung ins Plenum. Ist jemand dagegen? Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann bringen wir den Antrag so ein. Kommen zum nächsten Antrag. Informationsfreiheit schützen, Transparenz und einfachen Zugang zu staatlichen Informationen sicherstellen. Antragsteller ist Frank. Vorstellen wird Grumpy. Vielen Dank, Michel. Einige Leute haben das ja mitgekriegt. Es gibt jetzt auch auf der Bundesebene entsprechend einen kleinen Rechtsgewinn in Bezug auf die Möglichkeiten der Beantwortung und der Offenlegung von Gutachten seitens des Deutschen Bundestages. Und in diesem Zusammenhang geht es, wir hatten ja auch gerade die Sache mit der politischen Bildung, ist auf die Kürze noch ein Antrag entstanden, der noch final festgezurrt werden musste, dass es halt vor allen Dingen darum geht, dass das Land selber halt auch hingeht und allen Dienststellen des Landes mehr oder weniger Informationsmaterial zur Verfügung steht, wie mit dem IFG umzugehen ist. Das Informationsfreiheitsgesetz, ich sage das gerade kurz IFG, sieht halt vor, dass entsprechend auf Anfragen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger halt einzugehen ist. Hier gibt es die Rechtsgrundlagen, diese sind aber offensichtlich immer noch nicht in einzelnen Behörden angekommen. Und genau einzig und alleine darauf zielt dieser Antrag ab, dass halt das Wissen um die Tatsache, wie nach dem Informationsfreiheitsgesetz Anfragen von außen zu beantworten sind, halt auch in die Behörden Einzug halten kann. Gibt es dazu Rückfragen? Wenn es dazu keine Rückfragen mehr gibt, dann kommen wir zur Abstimmung, diesen Antrag einzubringen. Ist jemand dagegen? Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann bringen wir den Antrag ein. Ohne Anmerkung übrigens. Die Anmerkung aus dem Redmine kann man streichen, die ist gut beantwortet. Aus der E-Mail, Entschuldigung. Okay.
Und jetzt kommen wir zum letzten Antrag. Wir haben gerade schon drüber geredet. Vielleicht haben einige von euch schon einen Blick drauf geworfen. Jetzt habe ich angekündigt, wir machen eine Pause. Das ist ein bisschen blöd für den Stream. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt eine kurze Pause, damit sich jeder den Antrag auf jeden Fall nochmal durchlesen kann. Von daher würde ich vorschlagen, wir machen um 20 vor weiter. Das ist knapp eine Viertelstunde, ein bisschen weniger. Dann hat jeder genug Zeit, sich den anzugucken und dann, ja. Du darfst gerne vorher was dazu sagen. Bitte schön. Ich möchte, bevor ihr jetzt dann gleich darüber abstimmt, wie ihr damit verfahren wollt, ganz kurz anmerken. Wir haben jetzt aktuelle Themen, also wir haben ja die Anträge jetzt schon gesehen, die jetzt eingereicht wurden. Bei diesem Thema ist es so, ob der jetzt zwei Wochen später eingereicht wird oder nicht. Und da wir im März auch noch ein zweites Plenum haben und damit vielleicht auch noch mal die Möglichkeit haben, das hier in der Runde zu besprechen, damit jetzt nichts übers Knie gebrochen wird bei diesem wichtigen Thema, bei diesem zentralen Thema, das wir strategisch angehen. Bitte ich auch bei der Lektüre dann noch mal zu überdenken, ob wir uns selbst nicht noch eine Woche Zeit geben, den vor der Themenwoche einreichen, sodass er eine Drucksachennummer hat, wenn wir die Veranstaltung haben. Also wir verlieren da nichts. Nur, dass er dann nicht auf der Tagesordnung in diesem Plenum ist, sondern dann erst in dem zweiten März-Plenum, sodass wir die Möglichkeit haben, hier nochmal einen Abstimmungsprozess herbeizuführen. Dafür ist eigentlich das Antragsmumble gedacht. Das war jetzt wegen dem Bundesparteitag das größere Antragsmumble eben nicht der Fall. Aber deshalb sollten wir uns nicht die Chance nehmen, hier in der Fraktion nochmal darüber zu sprechen, weil bisher ist das jetzt einzig und allein das, was ich zusammengestellt habe, was natürlich auf dem Grundsatzprogramm, dem Bundestagswahlprogramm und dem Entschließungsantrag beruht. Das sind Sachen, also die, glaube ich, hier Konsens sind oder sein sollten. Und ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass man aus strategischen Gründen wirklich jetzt an der Stelle mit den Anträgen, die wir auch schon haben, die auch eilig und dringend sind und aktuell sind, halt sich überlegt, ob wir das Thema zur Themenwoche dann bespielen und entsprechend dann einreichen, sodass wir uns hier auch nichts vergeben irgendwie, sondern jetzt dann noch hier 5-6 Tage hätten, um da noch mal innerlich drüber zu schauen, Anpassungen zu machen, wenn denn überhaupt gewünscht. Das nur so als Hintergrund so von meiner Seite. Danke. Gut, dann jetzt trotzdem 12 Minuten Pause, 20 vor. Für die Raucher, nehmt ihn euch mit auf dem Handy oder sowas. Bis gleich. Leute, darf ich ganz kurz die Sitzung wieder eröffnen, weil ich glaube, das, was diskutiert wird, ist einfach auch interessant und spannend und auch nach außen. Und wir müssen jetzt nicht warten, bis diese Redebeiträge vorbei sind, sondern machen das einfach mit Mikro. Und warum sollten wir das nicht tun? Dann Nico, Daniel, Moni, Olaf. Ja, also die Frage ist jetzt, wenn wir uns dazu halt entscheiden, den BGE-Antrag zur Themenwoche zu stellen, aber jetzt noch nicht in dieses Plenum einzureichen, sondern dann nachfolgend zur Themenwoche in das darauffolgende Plenum, wie wir dann vorgehen. Wahrscheinlich, um dem Thema gerecht zu werden, wäre eine direkte Abstimmung dann etwas überstürzt. Und unser Ziel müsste es ja sein, da doch etwas vertieft vorzugehen und um uns dem Thema angemessen widmen zu können mit einer Anhörung. Da ist dann halt zu fragen, wer macht das federführend? Da muss man, denke ich mal, berücksichtigen, wie die Arbeitssituation in dem Ausschuss aussieht. Wenn es dann absehbar ist, dass der Antrag erstmal monatelang geschoben wird, bis man einen Anhörungstermin findet, wäre das kontraproduktiv. Deswegen sollten wir da vielleicht mal abfragen, wie das in den in Frage kommenden Ausschüssen aussieht. Da hatte ich jetzt gesagt, wo könnte das hingehen? Also Arbeit und Soziales dürfte naheliegend sein. Auch im HFA, im Finanzausschuss kann man darüber diskutieren. Sicherlich, wenn es um eine Bundesratsinitiative geht, auch im Hauptausschuss. Jetzt kam auch noch die Anregung, dass da auch der Kinder-, Familien-, Jugendausschuss sicherlich Interesse hat. Muss man halt, also dass da viele oder sozusagen alle gesellschaftlichen Gruppen von tangiert sind von diesem Thema, ist klar. Deswegen ist das ja auch so ein umfassendes Thema und auch so ein heiß diskutiertes Thema, weil es in so viele Lebensbereiche eingreift, wo natürlich quasi
fast jeder Ausschuss hier im Landtag dann auch betroffen sein wird und zu Recht für sich reklamieren kann, auch mit dem Thema befasst zu sein. Und klar, wir sind gerade nach diesem Bundesparteitag auch, was Kinderrechte angeht, natürlich besonders engagiert und am Thema. Ist halt die Frage, ob man, ist es dann gerechtfertigt, den tatsächlich so herauszugreifen, weil eine Mitberatung ist natürlich wie immer da auch möglich, die kann man dann auch verpflichtend machen für den Ausschuss, das spricht ja überhaupt nichts dagegen. Umgekehrt, das Argument wäre, also ich frage mich dann, verkürzt man das Thema dann nicht vielleicht jetzt auf eine Interessengruppe, die sicherlich da besonders betroffen sind? Ich sage mal, ich glaube, mittlerweile sind 25% der Kinder in NRW direkt, indirekt von Hartz IV betroffen. Von daher, klar, ist dann ein drängendes Problem vorhanden. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Die Frage ist, will man es darauf fokussieren und damit vielleicht auch künstlich oder unnötig, ich will jetzt nicht den klein machen, aber zumindest kleiner darstellen, als es eigentlich ist, weil es ein gesamtgesellschaftliches Ding, was wir hier beraten, und das sollte man dann auch entsprechend darstellen, aber ist nur meine Meinung. Ja, sehr gern. Ich fange jetzt einmal hinten sozusagen an mit der Ausschussfrage. Also mir ging es jetzt gerade, wir hatten das ja sozusagen noch halb in der Pause schon angefangen, mehr oder weniger zu diskutieren. Also mir ging es tatsächlich darum, dass selbstverständlich bei dem Antrag der Ausschuss Familie, Kinder und Jugend mit dabei sein muss, mitberatend sein muss. Ja, das ist klar. So, der stand jetzt hier halt nicht drauf. Ich glaube auch nicht, dass der Ausschuss Familie, Kinder und Jugend der federführende Ausschuss ist. Dennoch möchte ich einfach nur noch mal sagen, das ist halt für uns da, und da bin ich mit Olaf sicherlich einer Meinung, für uns da halt immens wichtig. Wir haben das ganze Thema BGE, Kindergrundsicherung und so weiter und so fort halt eben auch zu einem recht großen Anteil in der Enquete-Kommission zur Familienpolitik oder zur Zukunft der Familienpolitik. Das greift also ineinander über. Also für uns wäre es eigentlich eher eine Katastrophe, wenn es ja zum Beispiel gar nicht in dem Ausschuss dann irgendwie mitberaten würde. Also das nur, um das halt einfach ganz klar zu sagen. Ansonsten hast du natürlich recht. Aber genau das zeigt eben, wie wichtig so ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Denn das betrifft hier tatsächlich einfach fast alle Ausschüsse. Ja? Weil das nämlich auf ganz viele landes- und bundespolitische oder auch kommunalpolitische Maßnahmen und so weiter halt eben einen direkten Einfluss hat. Und das können wir auch durchaus dann in so einem Antrag, wenn wir den dann stellen, in unserer Empfehlung der Ausschussüberweisung auch nochmal, ich sag mal, untermauern. Am Ende bleibt einer federführend, da sehe ich persönlich, kann man sich, glaube ich, darüber streiten, ob es jetzt der AGS dann ist, den sehe ich fachlich da vielleicht recht weit vorne. Für einen Hauptausschuss gibt es gute Argumente, und sicherlich gibt es auch für Haushalt und Finanzen gute Termine. AGS will ich gleich dazu sagen, im AGS haben wir möglicherweise ein terminliches Problem. Also da stehen halt noch durchaus eine ganze Ecke an Anhörungen und so weiter an. Also da könnte diese Situation, die du ja auch eben beschrieben hattest, eintreten, dass das vielleicht irgendwie sehr weit nach hinten gedrängt wird, was dann nicht in unserem Interesse ist. So, zu dem Antrag an sich, beziehungsweise zur Frist. Der andere ist ja schon mal ein recht guter Aufschlag, da kann man noch ein bisschen irgendwo dran feilen. Und dann haben wir da, glaube ich, für den Landtag hier einen wirklich guten Antrag auch stehen. Ich würde dafür plädieren, diese Woche tatsächlich nochmal dazu zu nutzen, den ein bisschen auszufeilen, den nicht für das kommende Plenum einzubringen, und zwar aus einem weiteren Grund. Also wir haben ja nun mal nächsten Dienstag dann auch die Podiumsdiskussion hier, die wir hier veranstalten. Und ich fände es gut, wenn wir die Ergebnisse sozusagen aus dieser Podiumsdiskussion auch direkt mit in die Landtagsdebatte reinbringen können. Möglicherweise sogar auch noch Änderungen am Antrag vornehmen können, weil uns die Experten, die wir da ja auch geladen haben, vielleicht auch noch mal Dinge sagen, die wir in dem Antrag nicht bedacht haben oder wie auch immer. Also wir sind ja die Fraktion, die sich eben tatsächlich auf die Meinung der Experten auch stützt und die Erkenntnisse daraus dann auch in Anträge irgendwo einbringt. Also ich glaube, das würde uns da einfach gut zu Gesicht stehen, wenn wir dann so verfahren würden.
Ja, ein Punkt ist mir noch wichtig. Matthias hatte das in seiner Begleitmail zu dem Antrag, schreibt er was zur Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens. Da müsste man vielleicht nochmal darüber diskutieren, ob da eine Höhe irgendwie in den Antrag tatsächlich sollte oder ob das halt von der in der Debatte dann irgendwo aufkommen sollte. Das Problem, was ich so ein kleines bisschen sehe, im Antrag steht halt eine Höhe. Da stehen diese 645 Euro, die sozusagen heute schon, ich weiß jetzt nicht genau, wie das formuliert hattest, ist egal, also im Feststellungstext stehen die 645 Euro. Dem muss man was entgegenstellen, weil ein bedingungsloses Grundeinkommen von 645 Euro will niemand. Vielen Dank. Moni, Olaf, Dietmar. Zwei Sachen dazu. Das Erste, ich finde das gut, wenn wir das in allen Ausschüssen bespielen. Bisher war es dann häufig so, dass dann das in Ausschüssen doch nicht bespielt wurde, sondern man hat das dann immer ohne Votum häufig hin und her geschoben. Dann würde ich tatsächlich darum bitten, das auch zu thematisieren in den einzelnen Ausschüssen. Das Zweite ist, weil ihr jetzt sagtet, auf die Diskussion nächsten Dienstag hätte ich jetzt ganz gerne mal gewusst, wer von euch denn eigentlich überhaupt vielleicht dabei ist, weil wir so ein bisschen halt auch mit Zahlen planen und würde euch bitten, dass auch wenn ihr jetzt kommt, das eben an die Tina weiterzugeben, weil wir einfach auch für nachher im Kit was zu essen bestellen. Und das ist dann einfach blöd, wenn plötzlich sehr viel mehr Leute da sind, als wir geplant haben. Wobei, das ist viel besser, wie wenn sehr viel weniger Leute da sind, als wir gerne hätten. Insofern auch hier nochmal ne, im Stream der Aufruf, bitte meldet euch an, kommt. Je mehr Leute da sind, desto interessanter wird einfach die Diskussion. Ja, die Erklärung, die Daniel gerade gesagt hat, klar, erst federführend AGS, aber wirklich elementar. Da ist nämlich jetzt genau, in den ganzen Ausschüssen, in denen wir das bespielen wollen, muss natürlich, meiner Meinung nach, sollte da in der Ausgangslage, in der Beschreibung zumindest auch dann was rein, was für diesen Ausschuss ganz klar spricht. Das heißt, mir fehlt ein bisschen der Familienaspekt, den man ganz klar rausstellen kann. Also man muss sich mal überlegen, das Grundeinkommen ist ja dann mehr oder weniger das Kindergeld. Also ja, diese Änderung dort, die sollte dort meiner Meinung nach auf jeden Fall ganz klar, also diese Veränderung im Paradigmen der Familienpolitik sollte da auf jeden Fall noch mal ein bisschen herausgestellt werden. Ich habe vielleicht noch eine Anregung auch noch für den ersten Part. Das sollte man sich überlegen. Am ehesten fällt mir da immer Erich Fromm ein. Und zwar ganz einfach, weil der zum Beispiel auch, und damit ist es immer ziemlich schwierig, auch zumindest wird es für eine gewisse Art von konservativen Politikern dann wieder schwer. Er geht darauf ein, dass das eigentlich auch fast ein Gebot der Christlichkeit ist. Also dass das, ja, er spricht selber immer von der Christlichkeit und den westlichen Werten. Ist zumindest eine Sache. Und das Zweite, man kann sich da auch, finde ich, auch nochmal ganz gut aus sogenannten liberalen Quellen bedienen, um auch aus der Richtung eine ganze Menge zumindest erstmal abzufangen oder so an Argumenten, beziehungsweise dort die Leute, ich sage auch mal in einer gewissen Weise, zu ärgern. Also wenn ich plötzlich irgendwelche Leute auch da in den Texten zitiere oder so, die eigentlich von Leuten gemocht werden, die nicht fürs BGE sind oder so, dann wird es teilweise auch schon wieder immer unangenehm für die und würde vorschlagen, solche Sachen noch unter Umständen mit in den oberen Text zu nehmen. Und eine Sache, das ist im selben Abschnitt, den der Daniel auch genannt hat, das ist da im Part 2, also in der Feststellung, letzter Satz, da steht noch. Ich würde das Wort noch da raussetzen, weil dieses noch suggeriert ganz klar, dass es ja geschehen soll. Und da finde ich, ist auch noch eine ganze Menge zu überlegen, denn wo gehen zurzeit eine ganze Menge Sozialfragen hin, eine ganze Menge Sozialtransfer, auch Verwaltung hat wirklich die Sozialhilfe. Und das ist aber auch eine Sache, da ist jetzt Bedürftigen sind da jetzt wirklich, da sind auch unheimlich oft viele Sachen mit Behinderten bei. Und da ließe sich eigentlich überlegen, das, was wir auf der einen Seite sparen, wollen wir das wirklich sparen oder wollen wir es dann nicht dort einsetzen, wo es wirklich benötigt wird noch zusätzlich. Also ich kann nun mal, es gibt eine ganze Menge Lebensumstände, die werden
finanziell gesehen mit einem Grundeinkommen nicht klar werden. Ich, wie gesagt, ein ganz großer Beispiel sind da die Behinderten und ein anderer Beispiel sind zum Beispiel die ganzen Leute, die zum Beispiel auf Pflege angewiesen sind oder in Pflegeheimen leben. Das ist auch eine Art Sozialtransfer und der muss auch weiterhin verwaltet werden. Deswegen sind da auch die Einsparungen gar nicht mal so immens. Und deswegen würde ich einfach vorschlagen, zumindest das Wort noch in diesem Absatz zu streichen. Dietmar, Hilmar, Marbo. Ja, also es ist, glaube ich, schon alles gesagt. Nicht? Nur was die Ausschussbespielung angeht, wir haben ja auch BGE innerhalb der Partei immer auch als europäische oder als länderübergreifende Lösung gedacht. Weshalb ich gar nicht so abgeneigt wäre zu sagen, das Ding würde auch, vielleicht will ich jetzt nicht sagen zur Aufwertung des Ausschusses oder so, aber der ist ja schon toll, tatsächlich auch in diesen Ausschuss passen, durchaus auch als federführend und mitberatend alle anderen. Oder natürlich, klar, Hauptausschuss, ich weiß nur nicht, wie beratungsfreudig, ich meine, ich habe es ja ab und zu mal erlebt, so beratungsfreudig ist der ja nicht so unbedingt, der Hauptausschuss, aber vielleicht wird er es dadurch, nicht? Mal. Ja, das ist ja mehr so ein Abnickgremium und das ist eigentlich schade. Naja, gut, okay, das habe ich nicht gesagt. Ne? Okay, ich weiß nicht, wann da die Entscheidung getroffen werden muss. Die muss natürlich, glaub ich, heute oder so getroffen werden, ne? Nö. Bitte? Na ja, gut. Okay. Ich sage immer zum Hauptausschuss, das ist der Abnick-Ausschuss und die Resterampe hier in diesem Landtag. Aber gut. Das bitte nicht ins Protokoll, das reicht, wenn das im Stream zu hören war. Das hast du jetzt gesagt. Das würde ich nie sagen. Ich finde, was? Ich finde auch, ich könnte auch im Hauptausschuss sitzen. Als Referent natürlich nur. Bespielen der Ausschüsse. Also ich habe mir jetzt so drei Dinge mal aufgeschrieben. Bespielen der Ausschüsse ist alles schön und gut, können wir gerne alles machen. Ich bitte dann darum, dass wir von euch den Auftrag kriegen, im Kernarbeitskreis nämlich genau so ein Handlungspaper für die Abgeordneten in den jeweiligen Ausschüssen zu entwickeln, aber dann mit den Abgeordneten in den Kernarbeitskreisen. Wenn wir das Ding breit in allen Ausschüssen spielen müssen, dann muss klar sein, was wir in Ausschuss XY wollen zu dem Thema. Und nicht eine Allgemeindebatte, sondern spezifisch auf die einzelnen Themen. Und das kann man dann auch wieder in Öffentlichkeitsarbeit nach draußen kloppen. BGE ist wichtig, weil, fällt mir gerade so als erste Intuition, das kann man auch kampagnenmäßig ausschlachten, BG ist wichtig, weil im Schulbereich, keine Ahnung, alle Kinder dadurch sichergestellt ist, dass es ein Mittagessen oder keine Ahnung, eine finanzielle Möglichkeit, wie auch immer, man kann das ja ausschmücken, wie man will, aber das soll dann bitte so, dass die Abgeordneten da auch sprechfähig sind und gleichzeitig da in der Öffentlichkeitsarbeit dementsprechend das verteilt werden kann. Da kann man dann auch, weiß ich nicht, medial, Social Media mäßig ganz viel machen. 685 Euro oder irgendwie sowas war, ja, Entschuldigung, 645 Euro. Sorry, aber das ist irritiert. Aha, gut, okay. Dann irritiert es halt, ist mir gerade egal. 645 Euro als Zahl an sich. Ich würde davon abraten, Zahlen da reinzuschreiben, wenn man bedenkt, dass die Armutsgrenze von der OECD höher betitelt ist als die 685 Euro. Könnte man, wenn man das gegenargumentiert, sagen, naja gut, das ist ja dann auch Armut per Einbringung von bedingungslosen Grundeinkommen. Ich sage das nur mal so. Vielleicht sollte man die Zahl dann einfach mal weglassen und sagen, das würde sich dann, es gibt da unterschiedliche Rechnungen, aber unsere Rechnung würde sich eher an der Armutsgrenze der OECD
richten. So, das, dann hätte man vielleicht eine Richtzahl irgendwie, was möglich wäre. Liberale, christliche, was auch immer, Zitatgeber mit ins Feld ziehen, ist eine charmante Idee, wie ich finde. Man muss immer nur aufpassen, was die Leute sonst noch so gesagt haben. Nur so als kleinen Hinweis, also Heiner Geißler kann man im Moment ganz gut zitieren, aber als er noch Bergsteiger war, war er irgendwie nicht so toll in seinen Argumenten. Und deswegen, ich finde das zum Beispiel lustig, dass irgendwie in Rheinland-Pfalz eine andere Partei mit Papst und Helmut Kohl und so weiter, ich glaube, denen fällt das noch auf die Füße, weil ich das irgendwie total dämlich finde. Aber gut, lassen wir das. Ich bin auch dafür, dass wir den Antrag noch mal weiter diskutieren. Das, was ich gerade gesagt habe, die Kernarbeitskreise in Zusammenarbeit mit den Abgeordneten dann Handlungs- bzw. Argumentationspapiere entwickeln und wir eine vernünftige Strategie entwickeln, wie wir das spielen, nach außen spielen. Das ist ganz wichtig. Das können die Kernarbeitskreise übrigens nicht leisten. Entweder gehen wir damit in Aktuelles, das wäre nicht so schlecht, oder wir nehmen Transparenz, der sowieso im Moment irgendwie so ein bisschen im Umbau ist. Vielleicht können wir den dadurch mal beleben, dass man das dort... Na Moment mal, also wir sind doch gerade, wir haben doch vorhin berichtet darüber, dass wir sowieso gerade überlegen, den Kernarbeitskreis mit Demokratie, Menschenrechte zusammenzulegen. Das muss nicht sein, wenn man zum Beispiel diesen Kernarbeitskreis umwidmet und zum BGE-Kernarbeitskreis zum Beispiel macht oder was auch immer. Oder da solche Kampagnenthemen, nötige Kampagnenthemen rein. Aber das ist nur eine Überlegung. Wir machen uns aber Gedanken und werden nächste Woche damit anfangen, dort das weiterzuspielen. Und das wurde ja auch bisher im Kernarbeitskreis miterarbeitet. Aber nochmal Appell, alle bitte kommen. Danke. Gut, will keiner, rede ich. Passt auch gerade eigentlich sehr gut. Der Marmo wollte, dann der Marmo natürlich. Ja, also jetzt nochmal ganz kurze Erläuterung. Dass ein Antrag im Rohentwurf dann hier in der Phrase besprochen wird, ist ja eher unüblich. Da dann auch fristgerecht vorlag, ist das noch unüblicher. Aber jetzt ganz kurz zur Kenntnis. Die Piraten als solche, ich habe mich ja mit den Programmteilen beschäftigt, beschäftigen sich auch damit, dass sie eben nicht einer bestimmten Religion einen bestimmten Vorzug geben. Und aus diesem Grund würde ich zu dem einen Argument nur in Wortbeiträgen raten, aber nicht im Antragstext. Weil das ist ja nochmal eine wichtige Unterscheidung. Natürlich habe ich auch für den jeweiligen Redner diverse Zitate von diversen Leuten aus Wirtschaft, aus Sozialverbänden, aus der Politik natürlich vorbereitet, um die Debatte führen zu können. Zum anderen das Argument, weil die Zahl aufgetaucht ist, da habe ich etwas aufgegriffen, was aktuell dazu auch noch in der Debatte sich befindet, nämlich die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes Bundestages. Zum einen wollte ich darauf aufmerksam machen, dass sie bereits im Jahr 2006 jemand damit beschäftigt hat, dass seitdem überhaupt nichts passiert ist. Zum anderen gibt es eine aktuelle Umfrage, dass sich viele Leute auch für das BGE aussprechen, aber sie im Moment noch nicht genau wissen, wie es finanziert werden soll. Die Aussage auf die genannte Summe bezieht sich nur darauf, dass das die Höhe der Sozialtransfers, natürlich mit Stand 2006, das ist auch so korrekt dargestellt, dass das die ist, die ohne weitere Steuereinnahmen, Verschiebung, Erhöhung, wie auch immer, jetzt schon heute sofort auszuzahlen wäre, ohne dass irgendjemand zu befürchten hätte, er müsste dafür irgendwie 80 Stunden die Woche arbeiten. Wir können darüber gerne diskutieren, aber gerade deshalb würde ich das ja auch gerne tun, weil es eigentlich nicht darum ging, das jetzt hier in der Phrase zu tun, aber natürlich gibt es viele wichtige Aspekte und natürlich ist mir auch die aktuelle Berichterstattung über die Kinderarmut bekannt und ich habe sie auch gelesen. Aber genauso hätte dann der HFA darauf Anspruch, auf zwei Seiten darzustellen, was dafür nötig wäre. Die Debatte über eine flexible Finanzierung einer Höhe, wenn sich bestimmte Größenordnungen verändern in der Bevölkerung, das sage ich jetzt mal ganz wertneutral. Wir können darüber diskutieren, wie das rechtlich ist. Die Forderung der Piraten ist es, dass darüber
eine Volksabstimmung geführt werden soll. Wir nehmen den Aspekt Beteiligung nochmal auf, weil ein so großer Wechsel im Sozialsystem bedarf natürlich der breiten Mehrheit in der Bevölkerung, damit es getragen wird. Wir sehen das an der Flüchtlingsdebatte, die quasi kaum eine Auswirkung auf bestimmte Lebensbereiche hat und hier enorme Verschiebungen in der Demokratie hervorruft. Also da sind ganz viele Aspekte drin in dem Antrag, die will ich jetzt gar nicht erwähnen, weshalb der Text aber auch so kurz ist, weil ich es halt relativ nah an der Piratenposition festmachen wollte und eben nicht sagen wollte, welches Gegenargument könnte die CDU haben und dann setze ich dann irgendein Zitat dagegen. Wir wollen unsere Position hier darstellen und dann sollen die anderen mit ihren Entschließungsanträgen sagen, wie deren Position ist. Das sollen sie dann gerne tun, aber ich glaube, wir täten auch gut daran, einfach mal uns darzustellen und nicht mögliche Gegenargumente von anderen Fraktionen aufzunehmen, sondern schlichtweg zu sagen, hey, das ist jetzt unsere Forderung und es gibt eine repräsentative Umfrage und die sagt, die wird von 53% der Bevölkerung gestützt. Und deshalb wollen wir eine Volksabstimmung darüber, wie der korrekte Titel denn auch lauten mag. Aber das ist ja auch nochmal ein Aspekt dafür, dass es in den Hauptausschuss geht, weil es nicht nur in diesem Antrag, und darüber könnte man tatsächlich diskutieren, um das bedingungslose Grundeinkommen geht, sondern auch der Forderung danach auf Bundesebene, das Thema direkte Demokratie nochmal zu bespielen. Und das ist ein Grund, der jetzt fernab des Antrags dann auch nochmal dafür spricht, das auf jeden Fall auch in diesem Ausschuss zu besprechen. Nichtsdestotrotz, ich bin auch für die Variante im 2. März-Plenum, ich habe das ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, sodass wir die Möglichkeit zur Aussprache haben und den Text auch anpassen können. Also das ist ein Rohentwurf, der rumgeschickt wurde, der jetzt hier bei euch gelandet ist. So ganz war das nicht mein Plan, das möchte ich auch anmerken an der Stelle. Gut, dann Nico Olaf, kurzer Hinweis auf die Uhrzeit. Ja, danke. Nur kurz zur Ausschussverteilung. Mir ging es rein bei der Diskussion darum, wer federführend ist. Und natürlich soll der Ausschuss Familie, Kinder, Jugend dabei sein. Und jeder andere, der das möchte und sich da betroffen fühlt, soll das dann auch sein. Aber da auch der Hinweis von Hilmar, sehr richtig, das soll dann aber auch strukturiert geschehen und mit einem klaren Plan. Und der sollte vorher feststehen. Und man sollte sich dann rechtzeitig in die Diskussion einbringen und das begründen können. Das macht dann das weitere Verfahren viel einfacher. Dietmar, dein Vorschlag mit Europa federführend, ja, nice, danke für das Kompliment, aber ich glaube, das ist nun wirklich nicht zielführend. Ihr hattet in der letzten Ausschusssitzung noch so eine kleine Reminiszenz an unseren Antrag zur Einführung oder Forderung einer europäischen Arbeitslosenversicherung und dafür wird man ja schon, sage ich mal, so mit dem Spruch, mit Vision sollte man zum Arzt gehen, abgefertigt. Von daher, das ist erstmal auf europäischer Ebene, ging es erstmal darum, so einen Zwischenschritt vielleicht zu machen, bevor man dann dahin kommt, wo wir hinwollen, und da sollten wir uns hier auf NRW und auf den Bund konzentrieren und da sind die Ausschüsse, die da in Frage kommen, glaube ich, schon genannt worden. Und da kommt es eben auch darauf an, wie ist die Ausschusssituation, passt es fachlich und passt es vom Terminplan. Das sind zwei Kriterien, die man da im Auge behalten sollte. So, und jetzt wollte ich eigentlich noch was sagen. Das wird aber, glaube ich, dann auch hier zu lang. Das spare ich mir dann für die Fachdiskussion dann in dem Kernarbeitskreis auf. Aber ich denke, so können wir damit verfahren und so kriegen wir die Sache auch rund, haben eine schöne Podiumsdiskussion und haben dann vielleicht die Möglichkeit, das medial zu bespielen. Und vielleicht, ja, direkte Demokratie finde ich gut. Vielleicht können wir auch noch dann, falls das abgelehnt wurde, dann daraus eine Volksabstimmung machen, Unterschriften sammeln. Das wäre, glaube ich, in Zielsichtweite eines Wahlkampfes und Wahltermins gar nicht so das Verkehrteste, wenn man Wahlkampf führt um das Thema BGE. Dann noch Olaf. Erstmal, ich finde den, wie du schon sagst, es ist ein als erster Aufschlag gedacht und dafür finde ich das Ding schon mal sehr, sehr, sehr gut. Das ist jetzt heute so kurzfristig und so und alles, was ich gesagt habe, war nur erstmal jetzt ehrlich gesagt nur Anregungen. Das war jetzt gar nicht mal so, das muss, außer die Sache mit dem Familienaspekt. Den will ich auf jeden Fall noch reinhaben und da werde ich auch sicherlich ganz klar dran mitarbeiten, dass der da reinkommt und auch textlich dran mitarbeiten. Um nochmal vielleicht auch, weil das hatte ich jetzt gerade vorhin vergessen, ich möchte zu bedenken geben bei den 645 Euro. Da möchte ich ein bisschen von meiner Erfahrung erzählen aus dem Gebiet. Ich weiß, dass die soweit auch so, also ich kann sie nachvollziehen.
Ich kann mir auch ungefähr sogar die Berechnungen dazu vorstellen, weil wir so ähnliche haben wir auch gemacht. Da sind wir sogar zum Teil noch auf niedrigere Zahlen gekommen. Nicht viel. Das Problem ist, wenn man an der Stelle eine Zahl nimmt und sagt, ehrlich wäre ohne das und das erstmal das, aber man könnte ja noch, brennt sich die Zahl irgendwie bei den Leuten im Kopf ein und diese Zahl wird kritisiert. Und diese Zahl sagt einfach aus, derzeit wäre, oder ich drücke es mal negativ aus, die Zahl sagt, derzeit wäre ohne weitere Staatseinnahmen ein bedingungsloses Grundeinkommen über der Armutsgrenze nicht zu machen. Das ist auch die Aussage dieser Zahl. Und das ist das Schlechte an dieser Aussage. Das Positive an dieser Aussage, ohne dem wäre es gar nicht zu machen. Es fehlen ja eigentlich nur noch 200 Euro, die kriegen wir auch schon organisiert. Dann wirst du ganz schnell gefragt, wo kommen die 200 Euro her? Ja, die müssen... Ja, gut. Aber unten steht gut diese Zahl. Und deswegen würde ich... Es muss hinterher die Mehrheit auch hier entscheiden von der Fraktion. Aber ich würde auch wirklich von der Zahl, die unter der Armutsgrenze liegt, als Zahl auf jeden Fall abraten, die irgendwo zu erwähnen. Gut, ich habe folgenden Vorschlag, Beschlussvorschlag sozusagen. Wir haben ja mal gesagt, wir können Dinge auch in Kax geben, damit sie da weiter bearbeitet werden. Ich schlage also folgenden Beschluss vor. Wir beschließen die Überweisung dieses Antrags in den Kernarbeitskreis Aktuelles für nächste Woche Montag. Es gab jetzt viele, die gesagt haben, dass sie daran mitarbeiten wollen, dass sie ihre Aspekte auch einbringen wollen. Merkt euch den Termin. 12 Uhr ist das, ne? 12 Uhr, Kernarbeitskreis, Aktuelles. Nächsten Montag wird über diesen Antrag geredet und dann wird da weiter dran gearbeitet. Das wäre mein Vorschlag und da bitte ich um eure Zustimmung. Und das mache ich jetzt mal positiv. Wer dafür ist, dass wir das so tun und so verfahren, der möge sich jetzt melden. Ist jemand dagegen? Möchte sich jemand enthalten? Der Olli enthält sich. Bei einer Enthaltung ist das einstimmig. Dann machen wir das so und sehen uns dann allerspätestens in 2 Wochen wieder. Ist das richtig? Ja. Für die Einbringung ins nächste Plenum. Dann eine Information, weil es nur im Pad steht. Ich lese es kurz vor. Es gibt noch einen Antrag, der geplant ist. Da geht es ums VW Dieselgate, das schreibt man, glaube ich, mit L, Dieselgate, habe ich so gelernt. Aber der Antrag ist noch nicht da und deswegen entfällt der Antrag für dieses Plenum. Wir gucken, ob dazu noch was kommt. Gut, dann sind wir durch mit Top 6, Anträge fürs nächste Plenum und kommen zu Top 7. Anfrage des PolGF der Piratenpartei Rheinland-Pfalz vom 17.02.2016. Wer möchte dazu etwas sagen? Herr Hartmann. Das ist, wir sind angeschrieben worden. Hier geht es um die Bitte des politischen Geschäftsführers aus Rheinland-Pfalz, ob Abgeordnete nicht Zeit hätten. Und zwar am, jetzt muss ich mal eben nachschauen, am 5.3. in Rheinland-Pfalz aufzuschlagen. Ich wollte diese Einladung hier in den Kreis einfach reintragen, damit da jeder Bescheid weiß. Da ist jeder Abgeordnete persönlich angesprochen. Und wenn das der Fall ist, wäre es schön. Ich glaube, die würden sich in Rheinland-Pfalz darüber freuen. Und vielleicht kann man das ja über das PGF-Büro oder eher am besten über das PGF-Büro dann vielleicht anmelden oder man nimmt direkt Kontakt auf. Daniel. Ja, ich will das gern unterstützen. Ich würde, anders. Ich hab mit Jürgen am Wochenende auf dem Bundesparteitag auch noch ausführlicher darüber gesprochen. Er hat mich auch noch mal ausdrücklich gebeten, noch mal quasi mit Nachdruck auf diesen Veranstaltungshinweis, diese freundliche Einladung halt hinzuweisen. Ich habe seinerzeit die Aufstellungsversammlung in Rheinland-Pfalz gemacht. Ich weiß, dass die Jungs und Mädels sich da vor Ort auch den Arsch aufreißen für den Wahlkampf. Jetzt können wir uns hinsetzen und sagen, das ist aber jetzt irgendwie auch so kurzfristig mit dem 5.3. und so weiter und so fort. Das wissen wir alle. Das wissen wir alle, die wir hier irgendwie am Tisch sitzen. Ich möchte stark dafür werben, dass aber trotz alledem vielleicht 2 Leute von uns irgendwie sagen, komm, wir machen das mal und wir verbringen den Samstag in Koblenz. Ist jetzt auch nicht irgendwie mega weit, ist sowohl mit Auto als auch mit Bahn hervorragend zu erreichen. Ich habe
ich habe derzeit tatsächlich an dem Samstag eine anderweitige Verpflichtung. Ich bin dran und versuche, die zu verlegen oder würde die gerne verlegen, dass ich an dem Samstag auch dahin kommen kann. Das kann ich aber zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Ich würde mich freuen, wenn sich irgendwie ein, zwei aus unserem Kreis dafür zur Verfügung stellen könnten. Ist sogar mit Stift erreichbar. Rhein runter. Hoch, Entschuldigung. Einfach treiben hoch. Lassen. Treiben lassen den Rhein hoch. Wenn du zu Hause ja. Das, du lässt dich dann treiben. Moni. Ja, als Ergänzung, es geht nicht darum, da irgendwo sich an Infostand zu stellen. Es geht tatsächlich darum, eine Veranstaltung zu erweitern, ein paar Takte zu einem Thema zu sagen. Und die Bitte war ja, das jetzt wirklich ganz, ganz kurzfristig zu entscheiden, weil die Leute natürlich gerne auch damit noch ein bisschen Werbung machen möchten. Und nicht einen Tag vorher zu sagen, ach ja, ich fahre doch, sondern tatsächlich dann heute oder morgen zu sagen, wir fahren, damit Sie die Chance haben zu sagen, okay, da kommt ein MDL oder mehrere aus NRW. Sie hatten ja Themen auch vorgeschlagen, wenn ich das richtig sehe, wenn ich sie jetzt auch nicht gerade im Kopf habe. Vielleicht können wir noch mal in die Mail reinschauen. Es wurden ja ganz konkret Themen angefragt. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere jetzt auch dadurch noch etwas direkter angesprochen, weil es geht tatsächlich darum, dazu möglicherweise dann auch ein Kurzreferat zu halten und Fragen zu beantworten, ein paar Takte zu sagen. Olli. Ja, machen wir einfach die Abfrage. Also ich wäre da. Wenn es, ich habe mich noch nicht zurückgemeldet, weil es noch ein bisschen knapp war mit der Terminfindung, aber. Sonst frage ich jetzt einfach, wer wäre denn in Koblenz? Vermutlich zu 90%. Grumpy nur zu 60%. Also wir haben 2,5 Leute. Ja, ich muss es halt noch abwarten. Ich kann es halt momentan noch nicht sagen. Also 3. Wir haben also zwei ganze und 2 halbe. Also ich glaube, die... Die sind ja auch auf dem Parteitag rumgegangen und es gab ja auch persönliche Ansprachen und von daher. Na ja, gut. Gut, bitte nicht an einem Samstag. Das wäre nicht so eine gute Idee. Wir machen das K-Office voll. Das bin ich tatsächlich für Hessen gefragt worden und habe leider sagen müssen, Hessen ist nicht NRW. Ja, genau. War sehr gut. Also, Koblenz fast. Kassel übrigens auch fast, aber fast. Gut. Siegen. Genau, bis zur Grenze und dann steht das da drum. Müsst ihr die Leute zur Grenze bringen. So, Spaß beiseite. Gibt es zu dem Top noch irgendwas zu sagen? Möchte noch jemand? Nein, das ist nicht der Fall. Dann Martin, du meldest das zurück. Alles klar. Ich sage das kurz für den Stream. Hartmut schreibt auf, wir haben 2 ganze und 4 halbe Zusagen. Gut, dann kommen wir jetzt zu Top 8. Sonstiges, der Punkt ist soweit leer. Das ändert sich auch nicht. Dann sind wir im öffentlichen Sonstigen? Okay. Ich wollte eigentlich nur als Aufschlag, nicht um jetzt eine Diskussion vom Zaun zu brechen, nochmal ein Resümee ziehen hier in der Fraktion zum Bundesparteitag. Und ich sehe halt eine Gefahr, dass wir uns ein bisschen im Kleinteiligen verlieren und wir müssen einfach insgesamt als Partei politischer werden. Die Fraktion ist das schon, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Das heißt, unsere Aufgabe würde darin bestehen, das in Landes- und Bundesverband hineinzutragen, was wir in Parlamenten als Politik machen. Weil das muss ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, so sehr ich unseren Bundesvorstand dafür schätze, dass er Ruhe in die Partei gebracht hat, dieser sogenannte Ruth-Antrag, das ist mir inhaltlich einfach zu wenig. Da muss mehr kommen. Ja? Und das kann man auch als Signal. Ich meine, das sind in aller Frieden, mit allem Frieden und aller Diskussionsbereitschaft
Aber wir müssen da wirklich mehr auf die Wurst hauen, sonst kann man das mit den Piraten knicken. Punkt. Wurst. Punkt. Gut, ich würde gerne einen Satz anfügen. Möchtest du zuerst, Daniel? Gut. Ich würde gerne einen Satz anfügen. Ich habe ja zweimal auf dem Parteitag am Mikro gesagt, dass es mir zu wenig politisch ist. Es wurde viel zu viel über Formalia geredet, aber sei es drum, das ist bei diesen Bundesparteitagen ja immer so. Ich bin angesprochen worden, just in einer solchen Situation, als mal wieder über, wie legt man die GO aus, Satzungsfu, irgendwas geredet wurde und dann Wortbeiträge kamen, davon gab es leider auf dem Parteitag einige, wo man eher mit dem Kopf auf den Tisch hauen wollte, als zu applaudieren. Da sprach mich jemand so im Rausgehen an und sagte, Gott sei Dank macht ihr wenigstens Politik in den Landtagen und redet nicht nur über Formalfu, so wie das auf dem Parteitag häufig leider der Fall ist. Aber sei es drum, es gab ja dann doch einige politische Sachen und ich glaube, dass nämlich zum Beispiel so eine Satzungsänderung zum Kinder und Jugend in die Partei aufnehmen durchaus ein politischer Antrag ist und nicht nur ein Satzungsantrag. Da wir das Zeichen damit setzen, dass wir eben für Kinder- und Jugendrechte, für die Stärkung von Kinder- und Jugendrechten sind und dass wir das selber auch in einer gewissen Weise leben wollen. Ja, wir müssen politischer werden, ob das mit dem einmal im Jahr stattfindenden Bundesparteitag der richtige Weg ist, sei mal dahingestellt. Ja, ich will einmal ergänzen, wenn das Thema aufgemacht wird, dann komme ich nicht umhin, auch irgendwie was zum Bundesparteitag zu sagen. Ja, Rutantrag, Joachim, ich bin ja bei dir. Ist aber zum Glück ja auch kein Antrag, der irgendwie nach draußen für die Welt gedacht ist. Das ist so ein parteiinterner Antrag, den der Bundesvorstand für seine Basis letzten Endes braucht. Ist okay, der ist angenommen worden, alles ist gut. Da steht nichts Neues drin, was nicht vorher schon irgendwie bekannt war. Der macht halt auch nichts kaputt. Aber der bringt uns halt auch tatsächlich keinen Schritt nach vorne. Und da, ich sag mal, ist so der Appell an uns dann auch. Also wenn wir sind wir unzweifelhaft diejenigen, die hier tagtäglich Politik machen. Dann lass uns aber bitte auch ein Stück dieser Politik in die Partei, ich sag mal, zurückbringen. Es ist eben nicht so, dass da viele Abgeordnete, ich sag mal, als Antragsteller, Mitantragsteller, Ideengeber, was auch immer. Ich will gar nicht, dass jetzt nur noch Abgeordnete da vorne auf der Bühne stehen und ihre Anträge vorstellen. Das muss gar nicht sein. Aber ich würde mir schon wünschen, dass wir das ein oder andere Thema setzen. Und ja, Michel, hier Eintrittsalter, ich habe das ja am Sonntag auch deutlich am Mikrofon gesagt, als wir nachmittags den Antrag behandelt haben. Das war halt am Sonntag der erste politische Antrag, den wir beraten haben. Ja? Und das ist zum Beispiel auch, das ist ein bisschen bitter, der ist zum Beispiel auch parteiintern weit nach hinten geschoben worden, weil der so als Satzungsfu-Antrag deklariert wurde, wo also in der Partei gar nicht mal unbedingt verstanden wird, wie viel Politik da drin steckt, in dem Antrag oder in diesem ganzen Themengebiet. Also, mein Appell ist, lasst uns dann auch wirklich anpacken, sowohl für Landesparteitage als auch für Bundesparteitage. Lasst uns eben auch unsere politische Arbeit, die wir hier zum Teil einfach schon ein Stück weiter machen, als unser Programm vielleicht ist, dann eben auch in Programmtexte gießen und da was Handfestes der Partei mit übergeben. Das fände ich sehr gut. Der Appell, der gilt ausdrücklich nicht nur an euch, sondern an uns alle. Also ich inkludiere mich da ausdrücklich mit. Ich glaube, da kann sich hier keiner von freimachen. Olli. Ich widerspreche, dass ein Leitantrag, wenn der Leitantrag genannt wird, für die Basis ist. Und genau deshalb war einfach schlecht, um es einfach so zu sagen, als Positionspapier oder um irgendwie mal aufzuschreiben, wofür die Piraten sind, damit die Basis mal so einen Anhaltspunkt hat, von mir aus, gerne. Gerne war dieser Leitantrag sozusagen als Positionspapier, der ist formal ja vielleicht wahr, aber eben nicht vom Begriff her. Super. Aber wenn ich mich noch nicht mal über das Wording Gedanken mache, das in keine Kampagne einbinde, es nicht irgendwie weiß, was ich vorher und nachher mit dem Leitantrag mache, wenn der schlecht formuliert ist, wenn da irgendwelche, wenn im Grunde nicht daran gearbeitet wurde, dann ist er einfach schlecht. Das sage ich jetzt hier auch mal so. Ich hoffe, dass die Kamera noch an ist. Dann ist er einfach schlecht. Und da müssen wir... Testbild ein.
Da müssen wir, das müssen wir besser machen. Und jetzt sagt Daniel zu Recht, da müssen wir auch ran. Und das Gefühl hatte ich jetzt so, ich war in Halle und so zum Beispiel auch nicht dabei, weil da NRW-Tag war und sowas. Und jetzt war ich auf dem Bundesparteitag, muss sagen, okay, es hat sich auf der Bundesebene wohl einiges geändert. Die Leute, die den Bundesparteitag früher in Beschlag genommen haben, sind tatsächlich weg. Und da ist jetzt eine Lücke. Und das habe ich ja bei diesem Parteitag ehrlich tatsächlich das erste Mal persönlich so nah gemerkt, dass die Lücke so riesig ist. Denn auf Landesparteitagen, glaube ich, funktioniert das relativ gut. An der Stelle fehlt tatsächlich was. Insofern ist das mit dem Anpacken richtig. Grumpy. Ja, also ich sehe die Kritik am Bufo jetzt nicht ganz so stark, wie Creon dies gerade formuliert hat, aber da wir Piraten ja auch ein lustiges Völkchen sind, wie die Taz gestern titelte, während ich mich also todernst mit einer unserer Kandidatinnen aus Rheinland-Pfalz und nebenbei auch mit Kandidaten aus Baden-Württemberg und mit Kandidaten aus kommunaler Ebene von Hessen unterhalten habe, liebe Taz, wir können nicht nur lustig, wir können auch ernst. Ich möchte mich aber vor allen Dingen ganz herzlich bei Skondukta bedanken, dass er diesen Selfie-Irrsinn überlebt hat, denn wir alle wissen, dass mehr Menschen durch Selfies sterben als durch Haiangriffe. Vielen Dank dazu. Ja, denkt mal drüber nach. Ja, denkt mal drüber nach, liebe Welt. Gut. Gibt's. Also in Deutschland. Also in Deutschland stirbt, glaube ich, niemand durch Haie. Ist egal. Okay. Gibt es weitere Wortbeiträge zu dem Top Sonstiges? Das ist nicht der Fall. Dann beenden wir jetzt den öffentlichen Teil der Sitzung, verabschieden uns vom Stream und von Witten, wenn Witten überhaupt noch dabei ist, und gehen jetzt in den nicht öffentlichen Teil.